Ja, schönen Abend, meine Damen und Herren, zu unserem Webinar Die Heilkraft des Gehens möchte ich Sie ganz herzlich begrüßen, zusammen mit dem Wim Loipers. Dankeschön. Der ist heute Abend unser Held, unser Star. Genau. Von ihm werden wir heute einiges erfahren. Der Ablauf der Veranstaltung ganz kurz. Wir werden am Anfang einen Vortrag haben. Ich unterbreche ihn dann immer unverschämt mit Fragen. Er zeigt uns ein paar Sachen. Und so circa nach 45, 50 Minuten, je nachdem, wie fragenschwanger Sie dann nachher sind, können Sie Ihre Fragen stellen. Ich stelle sie dann weiter an den Wim. Und Sie haben also Gelegenheit, auf Ihre ganz speziellen Bedürfnisse einzugehen. Das Ganze gründet auf einem Buch, das im Goldmann Verlag erschienen ist. Wir sind hier alle vom Goldmann Verlag. Und natürlich wollen wir die Gelegenheit nicht versäumen, Ihnen dieses Buch zu zeigen, ein bisschen, dass Sie ein bisschen erfahren, was da drin steht. Und natürlich freuen wir uns danach auch, wenn Sie es kaufen. Genug der Vorrede. Also wie gesagt, Sie haben unter dem Bildschirm haben Sie ein Chatfenster, da können Sie Ihre Frage danach eingeben. Aber vielleicht geben Sie uns noch kurz Gelegenheit, eben, dass wir überhaupt in das Thema einführen. Mhm. Für mich die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist natürlich, wieso ist Gehen heilkräftig? Naja, das ist eine gute Frage. Nur wenn man überlegt, wie viele Leute tatsächlich Probleme haben mit ihren Hüften, mit ihren Knie, mit den Füßen und haben Probleme mit dem Gehen. Dann stellt sich natürlich die Frage von, kann man nicht, soll man dann aufhören? Ja, soll man dann bewegungslos werden? Oder gibt es eine Möglichkeit, wo ich eine andere Art von Gehen machen kann, wo ich diese Probleme dann nicht so extrem belaste oder diese Probleme dann sozusagen, dass sie schlimmer werden? Und es basiert natürlich sehr viel auf meinen Seminaren. Und meine Seminare habe ich hauptsächlich mit Leuten zu tun, die wirklich Probleme haben. Und Fußprobleme sind jetzt inzwischen eine sehr große Beschwerde für viele Leute. Und so, wenn man das dann wirklich betrachtet, muss man sich vielleicht mit dem Thema die Bewegungsablauf insgesamt auseinandersetzen und nicht nur mit dem Problem. Weil schließlich gehst du mit diesem kaputten Fuß oder mit diesem Knie. Ja? Man kann es behandeln, man kann sagen, ich repariere den Knie mit irgendwelchen, ich stecke da nur ein Stück rein und dann wird es besser. Aber man muss trotzdem dann damit bewegen. Und vielleicht liegt das Problem eher an den Bewegungsabläufen, die man macht in den Alltag. Und da setzen wir natürlich mit dem Buch ein. So, die Heilkräfte hat sehr viel damit zu tun, dass man einfach Funktionen wiederherstellen kann. Also ich verstehe das jetzt richtig. Die meisten Probleme von Kopf bis Fuß, also Nackenschmerzen, Lendenwirbelsäulenschmerzen, Hüftschmerzen, Knieschmerzen bis runter zum Hallux Valgus, kann man eigentlich überwiegend auf falsche Bewegungsmuster, also auf falsche Gehen zurückführen? Ja, ja. Es gibt natürlich akute Verletzungen, die man hat. Das ist was anderes, aber diese chronischen Sachen, die man hat, wo man Belastungen über Jahrzehnte hat und die werden einfach schlechter und schlechter und die Abnützungen, die man dann da bekommt, die kommen hauptsächlich nur von falsches Gehen, falsches Laufen, grundsätzlich falsches Bewegen. Ja, und viele sagen aber doch dann, naja, dann bewege ich mich halt einfach gar nicht mehr, dann habe ich auch keine Schmerzen, gerade so Arthrose-Betroffene, stimmt's? Ja, natürlich, das ist natürlich die erste Lösung, was man hat. Mach's dann nicht mehr, ja? Wenn ich Probleme habe beim Gehen, dann soll ich heute nicht mehr gehen. Nur, was ist das für Alternative? Das ist ja keine Alternative für uns. Ja, wir sind ja Menschen, die wollen funktionsfähig bleiben, in hohem Alter. Das ist für viele ältere Menschen das größte Angst, ist, dass ich mich irgendwann nicht mehr bewegen kann, nicht mehr bücken, was aufheben. Wenn ich stürze, kann ich nicht mehr von dem Boden hochkommen. Das ist ein Problem. Und es geht hauptsächlich darum, dass wir nicht verstehen, wie wir uns tatsächlich bewegen. Wir haben keine Ahnung, was wir tun. Vielleicht schauen wir uns zuallererst mal ein kleines Filmchen an dazu. Ich glaube, die meisten von uns sind sich überhaupt nicht bewusst, wie wenig sie sich täglich bewegen. Ja. Um die gesamte Auswirkung unseres Lifestyles besser erkennen zu können, lassen wir einen typischen Tag in unserem Leben Revue passieren. Der Tag beginnt in einem schönen, weichen Bett, das wir verlassen, um bei gutem Frühstück Platz zu nehmen. Nach dem meist längsten Weg an diesem Tag, den wir zu Fuß zurücklegen, erreichen wir unser Auto oder Verkehrsmittel, beispielsweise die U-Bahn, mit dem wir zur Arbeit fahren. Dann kommen wir nach einem kurzen Weg zu Fuß bei unserer Arbeitsstätte an, wo in den meisten Fällen ein nach dem letzten Stand der Technik ausgeklügelter Bürosessel auf uns wartet, der uns 8 bis 10 Stunden beim Sitzen unterstützt. Das Mittagessen bietet uns nochmals die Chance, einen Weg zu Fuß zurückzulegen,
wo wir an einem schönen Tisch Platz nehmen und speisen. Auf den Heimweg brauchen wir nicht näher einzugehen, den kennen wir vom Hinweg. Die einzige Unsicherheit, wie lange wir sitzen werden, ist bei der Heimreise mit dem Auto. Sitzen wir im Stau des Berufsverkehrs fest, sitzen wir beachtliche Zeiten im weichen Autosessel. Doch jetzt kommt die entscheidende Frage. Was machen wir in unserer Freizeit? Bleiben wir zu Hause und sehen den anderen Menschen im Fernsehen zu, wie sie sich bewegen, oder entscheiden wir uns, die Wohnung zu verlassen? Wir verlassen also an diesem Tag unsere Wohnung, um essen, ins Kino oder ins Theater zu gehen oder zu fahren. Ein bereichernder Abend, zum Beispiel im Theater, stimuliert den Geist und die Fantasie. Doch ist dies wieder die Zeit, die wir sitzend verbringen. Was passiert denn, wenn man sich wenig bewegt im Körper? Der Körper baut ab, was nicht verwendet wird. Man sieht es am extremsten, wenn wir Leute in den All schicken, wo es keine Schwerkraft gibt und sie können durch die Schwerkraft keine Belastung mehr ertragen. Der Körper baut ab, die Knochendichte verschwindet, die Muskelfunktion verschwindet. Das ist ein ganz einfacher, normaler Zustand. Use it or lose it. Ja, benutze es oder verliere es. Und tatsächlich, so, das ist das Problem, das wir haben, dass wir uns inzwischen einfach viel zu wenig bewegen, wie wir schon sehen in dem Video natürlich. Aber wir denken, wenn ich jetzt mich bewege, muss ich Sport treiben. Ja? Das ist immer der eine Extrem oder das andere. Und normalerweise für Leute ist es, ich bewege mich nicht, also treibe ich jetzt Sport. Ja? Und da muss man ein bisschen differenzieren zwischen Bewegung und Sport. Und da gibt es einen ganz großen Unterschied. Ja? Und da muss man vielleicht auch diesen Unterschied wirklich mal trennen. Der Sport, dürfen wir nicht vergessen, es hat immer irgendwas mit einem Ziel zu tun. Ja? Wenn ich Tennis spiele, dann besiege ich über diese andere Person. Oder wenn ich laufe, dann laufe ich schneller oder so viele Kilometer. Ich bin immer beschäftigt, mit einem bestimmten Ziel zu erreichen, das immer eine Art Wettkampf ist. Nur wenn man zum Beispiel die gesunde Sport nennt oder einfach Bewegung als solche, dann sollte man das mehr so wie Tiere betrachten oder wie kleine Kinder. Wie kleine Kinder bewegen sich, aber die nennen sich ja nicht Sport. Sie rennen, wenn sie müde sind, dann stoppen sie oder setzen sie hin. Oder ja, sie bewegen ihre Körper einfach gern, weil sie sich so leicht bewegen. Ja, und wir denken, ich tue nichts, also muss ich was tun und fange ich an mit Kraft und mir zu kämpfen. Und das ist natürlich dann schon das nächste Problem, wenn wir noch zu dem kommen. Gut, also einerseits bewegen wir uns zu wenig und alle Funktionen, die uns der Körper zur Verfügung stellt, die benutzen wir nicht und dadurch verkümmern sie mit der Zeit. Und das Zweite war, dass wir uns falsch bewegen, oder? Wir dürfen nicht vergessen, nach einer Stunde Sitzen, wenn man sitzt nur eine Stunde lang, dann fährt der Körper den Kreislaufsystem runter. Also die ganzen alle die Funktionen werden einfach auf Null geschaltet. Und immer wieder aufzustehen und ein paar Treppen raufzugehen oder öfter mal die Füße zu betreten, das tut uns viel, viel, viel besser, als wir öfter das machen während dem Tag, als würde ich sagen, nach 12 Stunden Sitzen, jetzt tue ich mal eine halbe Stunde Rennen. Ja? Das genügt nicht. Klar. Das ist, ja. Also es geht hier um die Alltagsbewegung. So ist es. So, wenn wir uns dann alltäglich bewegen, dann machen wir es aber trotzdem oft falsch. Oder? Tja. Es ist relativ. Oder was ist richtig und was ist falsch? Tja. Wenn man Kinder anschaut und man nimmt ein kleines Kind und man schaut, wie Kinder anfangen sich zu bewegen, dann haben sie, von Kind ist der Körper von Fuß bis Kopf eine Einheit. Mhm. Ja? Und wenn du ein Kind fragst, zum Beispiel, dreh dich um, dann dreht er, bis es schwindig ist und dann fällt er auf den Boden. Wenn du den gleichen Kind 30 Jahre später fragst, dreh dich um, dann macht er so. Und dann sagt, kannst du nicht weiter drehen? Ja, aber du tut's weh. Und dann fängst du an zu überlegen, was ist denn da passiert? Ja? Und das sieht man ganz eindeutig, dass für uns Erwachsenen Bewegung extrem isoliert betrachtet wird. Das heißt, ich habe einen Kopf, die bewege ich isoliert. Ich habe einen Arm, die bewege ich isoliert. Meine Beine sind dafür da zu gehen und zu laufen. Und der Rest ist eine Masse in der Mitte. Die meistens wehtut die oben. Ja? Und vielleicht ist das der Grund, warum wir so viele Probleme haben, weil wir alles sozusagen trennen. Warum tun wir das? Ja, das ist unsere Gesellschaft. Und warum will unsere Gesellschaft das? Das ist eine gute Frage. Aber schau, wenn du ein Kind fragst, ganz einfache Sachen wie, kannst du mal ein Gewicht heben mit dem Arm? Dann würden sie sofort das Gewicht mit dem ganzen Körper heben. Ja. Geh mal ins Fitnessstudio und mach mal das, wenn du das nächste Mal den Hantel hebst. Und er sagt, nein, sie machen das falsch. Sie müssen hier, wir trainieren nur diese Muskel.
So, und dann trainierst du diesen Muskel und was passiert ist, der ganze Körper hältst du deswegen steif. So, was passiert im Gehirn, wenn wir so uns bewegen? Das Gehirn speichert Bewegungen. Das heißt, wenn du die Arme mal verschränkst, hast du einen Arm oben, links oder rechts. In dem Fall ist es dein linke. Wahrscheinlich, weil dein Uhr oben ist, sonst könntest du nicht wissen, wie spät es ist. Wechsel der Arm, so gibt der andere Arm oben. Und das ist der gleiche. Das ist der gleiche, gell? Nein, du musst schon ein bisschen mehr Mühe geben. Aber so. Du siehst, ja, so. Und wie fühlt sich das an? Ungewohnt. Ungewohnt, naja, nicht nur ungewohnt, es ist schwer zu tun für vielen, ja, wie man sieht. Und das heißt, im Großen und Ganzen, jede Bewegung, dass man lang genug übt, auf die gleiche Art und Weise, wird einfach im Gehirn gespeichert. Also im kleinen Hirn wird das alles gespeichert. So, die Art, wie ich gehe, wie ich laufe, wie ich Dinge aufhebe, wie ich spreche, wie ich esse, all diese Sachen, die machen wir aus Gewohnheit. Aber niemand überprüft, ob diese Gewohnheiten gut oder schlecht sind. Wir machen sie einfach oder wir machen sie nicht. Ja? Und genau das ist das Problem. Wenn ich jetzt eine Übung mache, angenommen, weil ich will was Gutes machen für meinen Körper, und ich isoliere die Bewegung auf nur mein Arm und nur mein Bein und nur mein Bauch und nur mein Kreuz und nur mein Gesäß, dann was passiert im Gehirn, ist, die Bewegung wird viel zu stark aus Bewegung, dass sie in den Alltag annützt. Das heißt, angenommen, ich mache Übung hier, um diese Muskel hier zu trainieren, Chancen nachher, dass ich dann das nächste Mal, dass ich mein Glas hebe, hebe ich auch meinen Ellbogen so. Oder ich telefoniere so. Oder ich fahre mit dem Auto so. Oder ich öffne eine Tür. Dann verwende ich die gleiche Muster, das ich trainiert habe. Verstehst? Aber das ist so abnormal, weil kein kleines Kind wird ein Glas so heben. Weil der kürzeste Pfad von Hand zum Mund ist der da. Es ist nicht notwendig, das zu tun. Ja. So, indem dass wir alles mit Anstrengung üben, aus Erwachsenen, zerlegen wir die Bewegung in Stücken. Und das Zerlegen der Bewegung in Stücken ist eigentlich das Problem. Und beim Gehen tun wir das da auch? Natürlich. Wenn du Leute auf der Straße siehst, dann siehst du, dass die Bewegungen hauptsächlich, die meisten Menschen existieren aus 6 Stücke. Wie gesagt, den Kopf, die 2 Armen, die 2 Beinen und der Rest ist einfach eine Masse in der Mitte, die sich einfach steif haltet. Ja? So, wenn du jetzt gehst damit, mit was gehst du? Wenn ich jetzt spazieren gehe, wenn ich Leute frage, was tust du, wenn du gehst? Weißt du, was sie sagen? Ich setze einen Fuß vor die andere. Ja, das ist das Problem. Das Problem ist, die Füße zu benutzen. Warum ist das ein Problem? Gehen wir zurück zu den kleinen Kindern. Wenn du zum Beispiel einjährige Kinder ungefähr, und du nimmst einjährige Kinder und du nimmst sie von der ganzen Welt, sammelst du ein paar, die gerade anfangen zum Gehen, haben sie den gleichen Technik. Den gleichen Technik. Schauen wir die Erwachsenen an, jeder geht anders. Warum ist es so? Weil sie keine Kraft haben, sie können sich nicht schwer bewegen, sie müssen herausfinden, okay, wenn ich mich jetzt bewegen will, dann muss ich herausfinden, wie kann ich das machen mit so wenig wie möglich Kraft. Und weißt du, wie sie das tun? Indem sie sich fallen lassen. Naja, sie müssen nach vorne wollen. Der einzige Grund, warum du und alle von uns den ersten Schritt überhaupt gemacht haben, ist, irgendwer hat dich motiviert zu sagen, ja komm her, Bulli, ja komm her und versuch dich nach vorne zu locken. Das heißt, der einzige Grund ist, irgendwas im Kopf zeigt mir, ich will vorwärts kommen. Jetzt überlege mal, die meisten Erwachsenen, wenn du siehst, wie sie gehen auf der Straße, du siehst auch durch, sie wollen nirgends hin. Ja. Und dann, was passiert, sobald es die Kinder entschieden haben, ich will jetzt nach vor, dann können wir sehen, ihre Technik, wie sie das machen. Und was sie alle tun zuerst, sie heben die Hände. Ich denke so, blöder Bub, besser heben Füße. Aber nein, sie heben die Hände und das bewirkt, dass der Schwerpunkt sich hebt. Wenn du nur einfach, angenommen, du stehst einfach gerade so, mit deinen Füßen so und du hebst deine Hände nach oben und nach vorne, dann was passiert? Der Schwerpunkt geht nach vorne. Was passiert zuerst? Du wirst größer, oder? So, wenn du größer wirst, machst du es dir mehr stabil oder instabil? Instabil, weil du kannst leicht umfallen, oder? Wenn du stabiler sein willst, dann tust du was? Du gehst tiefer mit dem Schwerpunkt. So, Kinder machen sich extrem instabil. Aber das ist für Erwachsene nicht gut, weil es ist doch wichtig, dass du stabil bist. Verstehst du? Und indem dass du instabil wirst, ist es viel einfacher, dass der Körper irgendwo hingeht. So, das heißt, sie fallen eigentlich ihre Interesse hinterher, sie gehen die Sinnen im Kopf, die Augen, die Nase, die Ohren, den Mund, ich will dorthin. Und deswegen entsteht dann so eine Art Fallbewegung, wie du sagst. Der Körper fällt davor und die Füße kommen zum Boden, um sozusagen hinter das Gewicht herzurennen. Deswegen rennen die Kinder so gern. Ja? Wie wir gehen, ist genau das Gegenteil. Wir fangen an mit den Füßen, stellen den Fuß vorwärts und wir gehen mit dem Gewicht zurück.
So, jetzt hast du zwei Kräfte, die aufeinander kommen. Das Gewicht, wo der Körper vorwärts geht, das ist die erste. Der zweite ist die Bodenkräfte, die zurück in den Körper kommen. Das heißt, mit jedem Schritt, dass ich meinen Fuß hinstelle auf den Boden, bremse ich eigentlich die Vorwärtsbewegung ab. Mhm. Irgendwo, wo sie zusammenkommen, tut's weh. Kann ein Knie sein, kann der Hüfte sein, kann der Rücken sein, kann irgendwas sein. Kannst auswählen. Mhm. Ja? So, wenn wir irgendwas ändern wollen, dann müssen wir herausfinden, was ist das Problem, das heißt, was ist normal, was empfindest du als normal? Und wir müssen es langsam in Frage stellen und wieder zurückzukommen auf die Natur, wie Kinder und wie Tiere sich auch bewegen. Und wenn wir das nähern, dann haben wir nicht mehr diese Überlastung von dieser einen Teil von dem Körper. Das heißt, wir reduzieren die Belastung und verteilen sie über den ganzen Körper. Mhm. Ja? Das heißt, also die Beschwerden, die Menschen langläufig haben, am Fuß, an den Knien, an der Hüfte, das sind im Grunde die Auswirkungen der gleichen Fehlhaltung, die sich einfach bei verschiedenen Menschen verschieden ausprägen. So, je nachdem, was für eine Gewohnheit, also die Art, wie ihre Haltung ist und wie sie gehen und so weiter, was sie trainiert haben. Ja? Stell dir mal folgendes Beispiel vor. Jedes kleines Kind, egal auch in Deutschland, wir sagen, wir sind alle hier irgendwie so, ich weiß nicht, ja, komisch oder so, Leute oder so, aber jedes kleine Kind, auch in Deutschland, die haben den gleichen Technik, wenn sie anfangen zum Gehen und zu laufen. Okay? Um effizient zu laufen, braucht es allerdings schon etliche Jahre, bis es die Feintuning von die ganzen Körper und es harmonisiert ist. Und da sitzen sie schon. Das heißt, je mehr dass die Kinder sitzen, je weniger dass sie diese natürliche Bewegung selber entdecken und entwickeln, je weniger dass sie überhaupt die Chance haben, dass sie das machen. Und es braucht einfach eine gewisse Zeit, bis das alles so automatisiert wird. Ja. Wenn man dann anschaut, wie die Jugendlichen in die Schule gehen, dann siehst du nicht mehr, ich will hier nach vor, sondern du siehst eigentlich eher ja, also dieses Hatschen, was sie machen. Und dann müssen sie schwere Rucksack tragen und sie gehen in die Knie und so. Und was es bewirkt, wenn du das täglich machst, Wochen um Wochen, Monat um Monat, gehst du so, dann irgendwann ist es normal. So, kein Wunder, dass wir alle so gehen. Weil wir gehen irgendwo hin, ohne es zu wollen. Ja, so es ist ein Großteil ist eine psychische Geschichte. Was bedeutet es für dich, dorthin zu gehen? In der Psychosomatik sagen sie zum Beispiel, wenn Leute Knieschmerzen haben, das heißt einfach, ihren Lebensweg, was sie gewählt haben, wollen sie nicht mehr führen. Sie wollen nicht mehr dorthin und stemmen eigentlich mit dem Fuß gegen diese Vorwärtsbewegung. Dadurch kriegst du diese zwei Kräfte, die aufeinander kommen, und der Knie wird dann überlastet. Und es ist nur eine Frage von Zeit, bis es einfach schmerzt. So, was macht man, wenn es Schmerzen hat? Dann lassen wir es operieren, dann lassen wir es behandeln und so weiter. Nur das Problem existiert trotzdem. Wir doktern immer mit die Symptome herum, aber nicht mit der Ursache. Und die Ursache ist relativ einfach zu erklären, wenn man versteht, wie der Körper in Relation zu der Schwerkraft und dem Boden sich bewegt. Egal, ob es jetzt gehen, laufen oder was der Kuckuck war. Ja, spielt ja keine Rolle. Und das kann man trainieren? Das kann man lernen. Das trainieren ist der falsche Begriff, oder? Es ist der falsche Begriff, weil wir haben Trainieren eigentlich falsch besetzt. Wir denken, Trainieren hat was mit Anstrengung zu tun. Und je mehr Anstrengung das du hast, je mehr das die Empfindung nachlässt. Das heißt, die Sensibilität nimmt immer ab, je mehr Kraft das ich benutze. Das heißt, angenommen, ich hebe dieses Glas. Ja? Und wenn da ein Elefant draufstehen würde, würde ich merken, der ist schwer. Aber wenn ich dieses Glas heben würde und es sitzt eine Fliege drauf, dann kenne ich den Unterschied nicht. Das heißt, ich müsste dann einen Fader nehmen, um den Unterschied zu erkennen, ob da jetzt eine Fliege drauf sitzt. Das heißt, je mehr ich die Kraftaufwand reduziere, je mehr es die Sensibilität erhöht. Das heißt, ich fühle mehr. Und wenn ich fühlen kann, kann ich kleine Unterschiede unterscheiden und dann merke ich den Unterschied. Dann kann ich spüren, ob was besser ist oder schlechter ist. Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in der Frage, auf welcher Grundlage das eigentlich alles passiert. Und das ist Feldenkrais. Willst du uns dazu was erzählen? Naja, schon Feldenkrais, es klingt natürlich komisch, das ist ein Eigenname von einem Mann, Moshe Feldenkrais, das war israelischer Jude. Und er war Physiker und hat ganz einfach betrachtet, wie verhält sich der Mensch, das heißt sein Gerüst, sein Skelett, die Muskelanordnung, wo sind die stärksten Muskeln, wo sind die Muskeln mit wenig Feinarbeit und wie verhält sich diesen Körper im Rahmen von Schwerkraft und Boden. Ja?
dann ist, für einen Physiker ist es einfach zu sehen, wo das Problem entsteht. Weil sie sehen Hebeln, sie sehen Winkeln, sie sehen, was gut ist, was schlecht ist, und dann ist es relativ einfach. Nur die Frage ist, wie lernt man das dann? Und da basieren diese Sachen alles auf der Art und Weise, wie das Gehirn sich entwickelt. Das heißt, wie bewegen sich kleine Kinder? Wie lernen Kinder zu gehen, ohne dass du jemals erzählt hast, wie dein Kind gehen soll? Der kann rollen, der kann sitzen, er kann stehen, er kann krabbeln, er kann rennen, er kann diese Dinge alles tun. Aber wenn du erzählst, wie er es machen soll, kann er es nicht. Das entdeckt er von selber. Wie entdeckt er das? Indem er probiert, geht das leicht. Wenn es leicht geht, dann geht er weiter. Wenn es schwer geht und es nicht funktioniert, dann sucht er andere Lösungen. Das heißt, er versucht durch Irrtum, Versuch und Irrtum, dieses Prinzip, versucht er den Weg zu finden mit dem wenigsten Widerstand. So, hier ist ein Beispiel. Angenommen, ich würde zum Beispiel hier auf einem Stuhl sitzen, ja, und aufstehen. Dann gibt es viele, dann habe ich einen Reflex, ich stehe auf. Okay? Wenn ich allerdings die unterscheide zwischen, ob meine Füße hier sind, wenn ich aufstehe, dass ich viel mehr Kraft brauche, oder wenn die Füße weit unter mich und ich stehe auf, dann gibt es einen Unterschied. So, was wähle ich dann? Warum sollte ich immer denn nehmen, das so schwer ist, um meine Knie zu belasten, wo es auch leichter geht? Ja. Und diese Test habe ich gemacht, da war ein Mann bei mir, der hat zwei Arthrosen in seine Knie, ist mit der Röntgen gekommen, hat gezeigt, schau, hier sind meine Knie. Ich habe gesagt, das ist schön interessant, habe ich ihn da beiseite gelegt. Und ich wollte wissen, wie geht er mit seinen Knie um? Das heißt, setz dich hin, steh auf, geh ein paar Treppen hoch, geh ein paar Treppen runter, geh spazieren, versuch zu laufen. Und wenn du siehst, wie Leute, die Probleme haben, sich bewegen, es ist kein Wunder. Weil die Art und Weise, wie sie sich bewegen, belasten genau diese Teile. Dieser Mann steht, sitzt dort und sagt, könntest du wieder aufstehen? Er hat seine Füße so hingehabt. Hier ist mein Gewicht, jetzt musst du überlegen, hier ist mein Gewicht, hier sind meine Füße. Um das Gewicht über die Füße zu heben, brauche ich sehr viel Kraft. So, mein Kniegelenk ist in dieser Stelle, der ist jetzt sehr offen. Das heißt, um hier kraftaufwendig, wenn du ein Problem hast mit den Knie aufzustehen, ist es fast unmöglich. Nur was macht er? Er drückt. Und merkt, wie alt er ist. Ja? Da haben wir nur herumgespielt, mit zu testen, was ist, wenn du einen Fuß zurücktust und verlagerst das Gewicht oder beide Füße und du verwendest die Hände zum Hinterherdrücken, dass du eine Technik findest, eine Lösung, wo du weniger Belastung brauchst, um dich sozusagen von deinem Stuhl hochzuheben. Wenn man so das wie spürt, die kleinen Kinder. So wie die kleinen Kinder das machen. Und wenn man das spürt, dann weiß er, vor allem je mehr Schmerzen das du hast, je einfacher das ist. Weil er merkt, wenn es weh tut, dann geht es nicht. Aber er hat eine andere Lösung. Mhm. Ja? Und diese Lösung, und das haben wir ja nicht. Als Erwachsener suchst du keine Lösungen. Wenn du Schmerzen hast, gehst du und lass es operieren oder du lässt es behandeln. Nur, dass der Schmerz existiert, weil du immer die gleiche Bewegung auf eine komische Art und Weise machst, daran denkt man ja nicht. Ja? Und durch kleine Änderungen in Abläufe, wo ich bessere Hebeln verwende, besser mit der Schwerkraft umgehe, kann ich viel, viel, viel mehr erreichen, als dass ich jemals einfach das Stück austausche. Und wie komme ich an diese kleinen Veränderungen? Wie schaffe ich es, die zu finden? Man muss fühlen. Man muss fühlen lernen. Und ich bin immer der Meinung, dass die meisten Leute wissen viel zu viel und spüren zu wenig. Jeder weiß, was gut für sich ist. Sie tun es zwar nicht, aber sie wissen, was gesunde Ernährung ist. Sie wissen, ich soll mich mehr bewegen. Sie machen es erstens nicht, vielen. Aber das Problem ist, wir haben aufgehört zu fühlen. Und was ich meine, fühlen ist wieder diese Idee, Sensibilisierung zu wie drückt mein Fuß auf den Boden, wie spüre ich den Fuß, hat mein Fuß was mit meinem Knie zu tun, mit meiner Hüfte, wie geht die Bewegung durch den Körper. Mhm. Weil wenn wir die Idee haben, dass der Körper eine Einheit ist, dass jede Bewegung, die ich mit einer Einheit mache, ist viel, viel, viel einfacher, als wenn ich es isoliert mache. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, schau, ich gebe dir ein Beispiel. Schau, wenn du hier stehst und du würdest hier meine Hand nehmen und du ziehst nur mit deiner Hand, ziehst du mich. Ja. Jetzt beobachte, mach das nochmal und beobachte die Spannung, was du da spürst. Wenn du, halt das mal, die Spannung wird. Beobachte alles, was du angespannt hast, von deinem Arm hier, dein Rücken hier, alle, die Zehen in deine Schuhe. Mhm. Also alles ist angespannt. Okay, jetzt lass mal los, entspann dich vollkommen und jetzt dreh einfach ganz gemütlich um, als würdest du da aus dem Fenster, lass die Füße, wo sie sind allerdings, aber dreh einfach nur den ganzen Körper so um. So, genau, und komm wieder zurück. Mach das ein paar Mal, entspann dich, dreh einfach gemütlich um und komm nochmal zurück. Lass los, spann nochmal, da ein bisschen und komm nochmal zurück, lass los, nochmal. Ein paar Mal wiederholst du das, du wiederholst, mach. Dahin und jedes Mal gebe ich dich ein bisschen mehr Widerstand. Und du wirst merken, wenn du jetzt anfängst zu ziehen,
dass du langsam mehr Kraft hast, aber du verspannst dich nicht dabei, mhm. oder? Jetzt kann ich dir noch mehr Widerstand geben, du wirst merken, du machst die Bewegung jetzt anders. Nämlich wie? Mit dem ganzen Körper. Mit dem ganzen Körper. So, was ist der Ursprung von dem ganzen Körper? Das Becken, oder? Mhm. Du verwendest das Becken, um zu ziehen. Mhm. Geh wieder zurück und zieh nur mit der Hand. Und du wirst merken, das ist absurd. Mhm. Du spannst alles an und kriegst nichts dafür. So, man sieht, wenn man Unterschiede hat zwischen der einen Möglichkeit, die ich habe, und die andere, wo ich mir den ganzen Körper benutze, je einfacher das zu bewegen ist. Das Problem ist das, es ist leicht, es ist einfacher, du kannst es den ganzen Tag tun und du belastest deinen Körper nicht. Und trotzdem machen wir solche Sachen nicht. Weil wir denken, sie sind falsch, weil ich spüre keine Kraft. Ja? Und wir haben irgendwas Komisches im Kopf zu sagen, wenn ich mich anstrenge, dann bringt das was. No pain, no gain, sozusagen. Ja? Nur Kinder und die Natur und Tiere, die zeigen genau das Gegenteil. Je leichter das etwas ist, je besser das ist. Jetzt wird uns aber doch gepredigt, wir brauchen starke Muskeln, um frei von Schmerzen zu sein. Und starke Muskeln kriegt man ja nicht dadurch, dass man Anstrengung vermeidet, sondern dass man gerade Kraftübungen macht. Das widerspricht sich doch. Das widerspricht sich total. Das Konzept ist ja völlig krank im Grunde, weil man muss den Körper anschauen, wie es gebaut ist. So, wenn du ein Skelett siehst, dann siehst du, dass das Becken der größte Knochen ist. Du hast zwei Hüftgelenke, die sehr nah zu der Körpermitte sind. All die stärksten Muskeln sind alles um das Becken fixiert. Das heißt, das Gesäß, die Oberschenkel, die Bauchwand, die Rückenwand, das sind die stärksten Muskeln, die du hast. Okay? So, je weiter weg von der Körpermitte, dass du gehst, zu den Extremitäten, je weniger das diese Muskeln sind. Das heißt, die sind in Phasen, weil ich zeige dir, was ich meine. Angenommen, ich habe hier einen. Ich zeige es von den Kameras. Also, wenn ich hier zum Beispiel einen Muskel habe und ich schneide diesen Muskel durch, dann kriegst du einen Querschnitt von diesem Muskel. Kannst du dir vorstellen, oder? Hier ist ein Muskel, sozusagen, ja. Ich schneide den in der Mitte durch, dann kriegst du so einen Querschnitt von diesem Muskel. Okay? So, in diesem Muskel hast du lauter solche Dinge. Muskelfasern. Hm. So, wenn du jetzt jeden Muskel anschaust, dein Bizeps zum Beispiel, oder dein Gesäß, oder dein Oberschenkel, oder dein Wadenmuskel, haben sie unterschiedliche Muskelfasern, Anzahl. Die Anzahl sind extrem unterschiedlich. Ein von den stärksten ist dein Gesäß. Der hat vielleicht 60.000 von diesen Dingen. Ja? Ein Muskel wie dein Bizeps hier hat vielleicht nur 5.000 von diesen Dingen. Das heißt, egal wie fest du diesen Muskel trainierst, der wird niemals so stark sein wie hier. Das ist dein größtes Kapital. Dein Hintern ist dein größtes Kapital. Und was machen wir damit? Wir sitzen drauf. Wir sitzen den ganzen Tag auf unser großes Kapital. Dann wirtschaftlich ist das keine gute Geschichte. Ja? Jetzt, was du schon gezeigt hast hier, wenn du nur deinen Arm versuchst zu benutzen, um was zu tun, verspannst du diese starken Muskeln. Wenn du sie allerdings benutzt, dann hast du Bewegung dafür, du spürst es nicht, aber trotzdem hast du das Gewicht, was du ziehst. Es ist nicht, ich streng mich an und das bringt was, sondern ich kann trotzdem das Gewicht heben oder ziehen oder wie auch immer ich das tue. Aber wenn ich meinen ganzen Körper verwende, dann trainiere ich die Muskeln auf die gleiche Art und Weise, in der gleichen Reihenfolge, wie sie gebaut sind. Was tun wir? Wir verbilden das Ganze. Verstehst? Wir machen Training in Muskeln, die eigentlich nicht wirklich Kraft haben. Und ich kann nicht besser das Glas heben, wenn ich isoliert meinen Arm hebe. Oder wenn ich das mit besseren Hebeln hebe. Mit besseren Hebeln komme ich immer besser zurecht, weil ich verspanne mich ja nicht dabei. Heißt es, dass wenn ich ins Fitnessstudio gehe und an Maschinen trainiere, dass ich dann falsche Bewegungen einstudiere und alles noch schlimmer mache? So ist es. So ist es. So kann man das sagen. Weil du deinen Körper einfach ein Stück zerlegst. Du kriegst Übungen in diese Richtung, du kriegst Übungen in diese Richtung, du kriegst Übungen in diese Richtung, du kriegst Übungen in diese. Es ist alles Linien, was ich trainiere. Wenn du den Muskel anschaust von deinem Körper, da gibt es nicht einen Muskel, der in einer geraden Linie angeordnet ist, auf irgendeinem Gelenk, auf irgendeinem Knochen. Die sind alles kreisförmig, die gehen über die Gelenke, die sind nochmal Rotoren. Bewegungen, die kreisen, haben viel, viel effektivere Fähigkeit, weil die funktioneller sind, als wenn ich nur das mache. Mhm. Ja? So, das heißt, wenn man anschaut, wieder, wie ich zurückkomme zu der Idee, ist, der Körper hat einen bestimmten Körperbau. Die Muskeln sind angeordnet in einer bestimmten Reihenfolge, wo Muskeln, die stärker sind, hier unten sind, die schwächer sind für andere Sachen wie Geige spielen oder Klavier spielen oder Gitarre spielen oder wie auch, feine Arbeiten mit den Fingern, dann brauche ich hier keinen
Muskeln, die das verhindern sozusagen. Ja? So, wenn der Körper so gebaut ist, dann müssen wir nur lernen, wie es wieder natürlich zu bewegen ist. Na, das wollen wir doch erstmal anpacken. Das wollen wir wissen. Das wollen wir wissen. Genau. So. Ja? Wie lernen wir wieder richtig gehen? Wie lernen das wir richtig zu gehen? Wäre die Frage. Vielleicht kommen wir mal erstmal, was ist dann falsch an unser Gehen? Wir haben es schon ein bisschen, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, sozusagen, das Problem. Und das Problem, das wir haben, ist natürlich, dass wir mit den Füßen vorausgehen. So, warum tun wir das? Warum fangen wir mit dem Fuß das zu tun? Hast du eine Idee? Na, du hast ja vorher gesagt, wir haben wahrscheinlich Ängste, die wir wollen uns sicher fühlen, all diese Dinge, die wir vielleicht psychosomatisch durch die Gegend tragen, oder? Okay, das ist alles schön und nett, vielleicht gehört das in eine andere Ecke, aber es gibt einen Grund, warum wir das machen können. Weil die Schuhe gedämpft sind. Die Schuhe. Schau, der erste Schritt ist immer, zieh die Schuhe aus. Warum? Weil wenn ich keinen Schuh auf meinem Fuß habe und ich würde versuchen, das zu machen, da draußen auf einem Asphalt, wo es vielleicht kleine Steinchen gibt, niemand würde das so machen. Keine einzelne Person würde das tun. Was macht er? Er macht automatisch kleinere Schritte, so dass er mit seinen Füßen viel näher zu dem Körper kommt. Ja? Verstehst du das? Das ist das Erste. Das ist das Erste. Kleinere Schritte, keine Schuhe. Sieht die Schuhe aus. Und dann das Nächste ist, was ich sehr oft verwende, ist die Idee, dass man die Vorstellung hat, dass man nach vorne gezogen wird. Das heißt, wenn du zum Beispiel nur so einen Faden nimmst, eine Hosen oder Schnur, ja, und man stellt sich vor, das ist auf den Stirn geklebt und jemand würde dich nach vorne und nach oben ziehen, so diese Idee, dann kriegst du das Gefühl, dass der Körper eigentlich von dem Oberkörper führt. Ja? Wenn du keine Schuhe an hast und du fängst an zu ziehen, dann machst du automatisch kleinere Schritte. Sie werden schneller nach vor und die Belastung wird einfach dadurch entlastet. Ja? Das wäre sozusagen der erste Schritt. Dann hat man das Gefühl, dass das Gehen kommt von dieser Vorlage und nicht, weil die Füße vorausgehen. Also, dass ich praktisch wie die Kinder eben auch ständig nach vorne Du fängst an, viel mehr nach vorne zu gehen mit dem Gewicht. Und ich muss aber innerlich darauf eingestellt sein, dass ich ja ein bisschen instabiler bin. Natürlich, oder? Klar. Nur, das geht alles automatisch, wenn du keine Schuhe an hättest. Weil du kannst das nicht tun mit ohne Schuhe. Wenn du Schuhe an hast, dann kannst du durch die Dämpfung, dann kannst du das alles machen. Nur ohne Schuhe musst du viel, viel mehr über die Füße bleiben. Das heißt, dein Körpergewicht bleibt immer weiter vorn. Das ist der erste Schritt. Wir müssen erst die Lage verändern. Ja? Und dann? Nein, der zweite Schritt, wir können das eigentlich zeigen. Wir haben einen kleinen Einspieler jetzt, wo wir immer den zweiten Schritt machen können. Und dann schauen wir das mal an. Ja. Bei jeder Bewegung gibt es eine Gegenbewegung. Und die meisten Leute nehmen das nie wahr. Bei der nächsten Übung werden wir das genauer spüren. Also, fangen wir an, indem wir zuerst mal die Arme strecken zu der Seite und das rechte Bein ein wenig von Boden weghebt nach vor. Und ganz klein und ein bisschen schneller versucht das rechte Bein schneller nach innen zu bewegen. Ja, ein paar Mal, dass du ein Gefühl kriegst, was passiert zu der Oberkörper hier, was passiert zu den Armen. Und das sieht man ganz genau, dass sobald das Bein nach innen geht, dann sieht man, dass der linke Hand vorwärts geht und der rechte Arm geht nach hinten. Ja, ein paar Mal wiederholen, dass man echt das Gefühl kriegst, genauso funktioniert das. Oben geht es in eine Richtung, unten geht es in die andere Richtung. Wichtig ist, dass wir diese Bewegung ein paar Mal schneller und ein paar Mal langsamer machen und dann nachher beim ganz normalen Gehen versuchen nachzuspüren, ob man wirklich dieses Gefühl hat, dass der Bein vorwärts geht und der Arm geht zurück. So, der erste Schritt, kannst du den noch mal kurz kommentieren? Naja, erstens, wie gesagt, wir brauchen eine Vorlage. Man muss das Gewicht haben nach vorne. Nur, es gibt eine Dynamik hier, was wichtig ist. Du brauchst einen Ausgleich. Ja, wenn für jede Bewegung, das man nach vorne macht, muss irgendwas anderes in der gegengesetzte Richtung gehen. Das war das Beispiel, das wir vorher hatten, auch mit dem Ziehen, oder? Das gleiche Prinzip. Was wir gesehen auf dem Video ist nichts anderes. Wenn ich meinen Fuß hebe und ich würde meinen Fuß nach innen bewegen, dann, was passiert, ist der Oberkörper, der geht in die andere Richtung. Ja, so du kriegst dann eine Gegenbewegung dann. So, das heißt, ich habe meinen Fuß und sobald ich das mache, kriege ich Gegenbewegung. Warum ist es wichtig? Weil jeder muss eine Gegenbewegung machen. Und was viele machen, ist, wenn sie gehen, sie bewegen nur die Arme und nur die Beine.
So, du hast es sozusagen getrennt wieder. Und was diese Übung zeigt, ist, dass man eigentlich hat man eine ganze Körperdrehung, wenn man das macht. So, das heißt, der ganze Körper dreht sich eigentlich, wenn den Bein vorwärts und zurück bewegt. Ja? Mhm. Und diese Bewegung ist eigentlich das, was am schonendsten ist, weil es die Kräfte reduziert. Gut. Ja? Also der erste Schritt ist, mit dem ganzen Körper zu gehen und nicht nur mit den Beinen. So ist es. Wie geht es dann weiter? Naja, das ist der erste, wie gesagt, bei vielen sind die Beine nur bis hier. Nur ein Schwung und ein Gegenschwung hat damit zu tun, dass es mit dem Körper ausgeglichen ist. Und je mehr dass man das ausgleicht, je weniger Belastung das ist auf die Gelenke. Das heißt, viele Leute kriegen Schmerzen mit den Knien, aber die haben mit den Knien nichts zu tun. Die haben viel mehr damit zu tun, wie wird es weiter in den Körper weiter geleitet. Und das Problem ist einfach, es bleibt irgendwo stecken. So, das ist der erste Schritt. Vielleicht ein kleiner Hinweis für die Zuschauer. Sie werden ja wahrscheinlich Lust gekriegt haben, die Übungen nachzumachen und das auch alles mal zu erfahren. Das wird jetzt wahrscheinlich während des Vortrags nicht so einfach möglich sein. Da müssen Sie nämlich aufstehen und weggehen vom Laptop. Wir werden das Webinar, so wie es jetzt läuft, als Mitschnitt später zugänglich machen. Das heißt, Sie werden ungefähr in der Woche sich das Ganze nochmal alles in Ruhe anschauen können. Und dann können Sie natürlich beliebig auch die Übungen wiederholen, mehrfach anschauen, selber mitmachen. Und dann kommen Sie langsam auf den Trichter. Und am allerbesten ist natürlich immer, wenn Sie das Buch kaufen. Gut, wie geht's weiter? Der nächste Schritt, wie wir schon gesagt haben, ist, was die meisten Leute tun, ist, sie überbewerten ihre, sozusagen der Fersen ein bisschen mehr. Wir wollen die Abdrücke ein bisschen mehr betonen. Das heißt, dass der Fuß nicht hauptsächlich beschäftigt ist mit Vorwärtsbewegung, sondern dass es viel mehr damit zu tun hat, dass der Fuß anfängt, mehr den Boden zu drücken. Der Abdruck ist viel wichtiger als das Landen. Und jetzt haben wir wieder einen kleinen Spieler, wo das auch zeigt. Die Muskeln von unseren Zehen sind bei vielen Leuten sehr schlecht ausgebildet und dadurch wird die Fußgewölbe auch sehr schwach. Bei der nächsten Übung werden wir genau den Abdruck ein bisschen genauer machen und besser bewusst und deswegen diese Muskeln von den Fußgewölbe mehr stärken. So, am Anfang gehst du ganz normal, indem du mit dem rechten Fuß anfängst und dich größer machst. Also du bleibst eigentlich kurz stehen auf den rechten Fuß und fallst so quasi auf den linken ein wenig. Also immer größer und fallen, größer und fallen. Und jedes Mal drückst du aktiv mit dem rechten Fuß weg und fängst dann langsam zu gehen auf diese Art und Weise. Du fängst dann zu hinken ein bisschen. Probier mal. Dorthin aufsteigen, größer und fallen, größer und fallen. Wichtig ist, wenn man den Abdruck übt, dass man kurz stehen bleibt auf dem Ball von dem Fuß, vor dass man wieder runterfällt und sei sicher, dass der Oberkörper auch locker mitschwingt. Keine Angst, keiner muss auf Dauer so gehen. nein, das ist nur eine Übung. Das ist eine Übung und du zeigst es anhand einer übertriebenen Bewegung, wie das Prinzip funktioniert, oder? Naja, aus dem Grund, wenn ich Bewegung übertreibe, dann verfeine ich mein Gespür, für wie das sich da anfühlt, wenn ich normal gehe. So, man versucht langsam das normale Gehen so schleichmäßig zu verändern, ohne extrem irgendwas versuchen zu machen. Also es muss irgendwie so nebenbei passieren fast. Und es geht einfach nur um die ersten Prinzipien. Das Gewicht muss nach vor. Und dann geht es darum, dass der Abdruck von dem Fuß, dass ich von dem Boden bekomme, dass ich, wenn ich den Fuß drücke, um durch den Körper zu drücken, dann was passiert ist, ich drücke durch den Körper und der Körper wird sozusagen durch den Abdruck bewegt. Verstehst du das Konzept? So, das heißt, und das muss optimalisiert werden. Was würde man eigentlich sehen, wenn du an einem Strand entlang gehst? Was wäre der Abdruck deines Fußes? Das hängt davon ab, wie hart der Sand ist natürlich. Ja. Ja. Aber man würde natürlich hauptsächlich sehen, die Zehen und man den sieht natürlich, wie der Ball. Man sieht schon, wo der Fuß aufkommt. Nur man sieht nicht dieses ein Krater, wo mal Fersen landen würden, ja, wo viele einfach wie Krater in den Boden stellen und sie graben sich Löcher. Ja? Einfach aus dem Grund, weil sie einfach so in den Sand baggern. Es geht nur darum, dass der Druck leicht genug ist, um durch den Körper zu gehen. Und man würde relativ wenig Abstand zwischen deinen Fußabdrücken sehen, weil du tendenziell trippelst, oder? Nein, das stimmt ja gar nicht, weil die Schritte nach hinten länger werden. Aha. Der Punkt ist, dass sie nach hinten länger werden. Durch den Abdruck werden sie nach hinten länger. Ich habe trotzdem einen langen Schritt. Aber es kommt sich nicht so vor, weil ich nach vorne nicht so einen langen Schritt aushole. Ja?
Weil wie gesagt, das ist nur der zweite Schritt, ist einmal den Abdruck ein bisschen mehr zu definieren, weil bei den meisten von uns ist die Fersen viel zu viel ein Teil von die Bewusstsein. Also wir verwenden viel zu viel den Fersen zum Landen und nicht so viel den Vorfuß zum Drücken. Und wenn wir das ein bisschen trainieren und einprägen, wie zum Beispiel bei so einer Übung, das wir gezeigt haben, dann was passiert ist, je mehr dass ich das tue, je mehr das ein Gefühl dafür kriege, dass ich viel mehr diese Belastung oder so auf den Vorfuß mache. Ja? Und der nächste Schritt kommt dann jetzt. Um diese Bewegung zu erweitern, werden wir die Impuls verstärken, indem dass man einfach den Oberkörper weiter dreht. So, das heißt, genau gleich wie vorher, aber während du wegdrückst, richtig den Oberkörper schwingen lassen, sodass der rechte Arm richtig frei nach vor schwingen kann. Probier mal aus. Drück und richtig schwingen, auch den Oberkörper und alles mitgehen. Während man diese Übung durchführt, ist es wichtig, dass die Bewegung von das Becken, diese Drehung von das Becken und die Impuls durch den Arm, die nach vor schwingt, richtig bewusst macht. Hier trainieren wir die Bewegung des Beckens, oder? So ist es. Es geht einfach, der Abdruck, das man schon aus dem Boden bekommt, der muss jetzt weitergehen. Der darf nicht stecken bleiben irgendwo. Mhm. Und jetzt übertreiben wir wieder, wie in allen Übungen, die wir machen, übertreiben wir. Und indem, dass man anfängt, viel mehr zu drehen, dass das ganze Becken mitdreht, wir haben es schon gezeigt. Aber die Idee, dass man viel mehr das Becken verwendet, um die Bewegung durch den Rücken, durch die Schulter durchzuleiten, dann bleibt die Energie einfach nicht stecken. Und es braucht ein bisschen Zeit, bis das langsam alles flüssig wird, dass die Bewegung schön durchgeht und irgendwann dann sitzt es auch, wenn man wieder normal geht. Ja. Jetzt habe ich eine passende Frage dazu von Sandra. Die fragt nämlich, schaut das nicht verrückt aus, wenn ich so durch die Straßen gehe? Das merkst du nicht. Ja, die anderen aber wahrscheinlich. Nein, das interessiert dich niemand für dich, glaub mir. Schau, weißt du, was komisch ausschaut? Wenn du so über die Straßen gehst, wie viele Leute gehen, aber das interessiert uns auch nicht. Ja? Es ist ganz anders. Weißt du, was lustig ist? Wenn ich jetzt gehe und ich habe meinen Arm steif, wenn ich gehe, so, oder ich drehe ein bisschen. Wer sieht denn das? Schaut nicht ungewöhnlich aus, oder? Erstens sieht das keiner, zweitens interessiert das keiner, weil jeder so beschäftigt ist mit seinem eigenen Leben. Wer interessiert sich bitte für dich? Für mich? Keiner. Das wollen wir natürlich alle nicht. Wir meinen ja, alle würden sich für uns interessieren. Ja, aber das stimmt ja nicht. Mhm. Weil wir haben schon Experimente gemacht, wo Leute mit unterschiedlichen Gangarten über die Straßen gehen und die auffälligsten sind, es interessiert niemand. Deswegen, das Problem ist, wir glauben, wenn ich jetzt normalerweise steif gehe und jetzt drehe ich ein bisschen, dann glauben wir, oh mein Gott, das fällt so auf, weil es schaut dann so aus. Mhm. Ja? Nur das stimmt ja nicht. Das ist nur das Gefühl. Nur wenn du anschaust, wie die meisten Leute gehen, das würde auffallen. Wahrscheinlich hätte die Sandra auch gerne gehört, es schaut ja viel besser aus. Tut's auch. Aber du musst es sehen können. Mhm. Ja? Also für mich, ich sage immer mal Seminarteilnehmer, wenn sie anfangen besser zu gehen, das tut meine Augen nicht mehr so weh, weil ich sehe bei jedem Schritt, wo das steckt und was weh tut und warum das Problem ist. Das Lustige ist, sie kommen zum Seminar und sie sagen von, ja, ich habe Probleme. Ich sage, ja, mit den Knie. Ja, wieso weißt du das? Ich sage, das sehe ich ja, wie du gehst. Ja? Dann sage ich, ich habe nur ein Knie. Ja, es ist dein linke. Warum? Weil es dein linke ist, dass du immer zu viel belastest. Das ist dein Standbein und so weiter. Wenn man lernt, das zu sehen im Rahmen von Schwerkraft und Boden, dann sieht man, warum es ist, dass manche Gelenke abgenutzt werden und andere nicht. Mhm. Aber schau, wenn das so ist, was wir alle denken, wenn ich älter werde, dann kriege ich heute ein Problem hier und ein Problem hier. Wenn es ein Gelenksproblem ist, warum nützen wir dann nicht alle Gelenke gleichzeitig ab? Warum ist es nur einen oder zwei? Es gibt keinen Grund dazu. Außer, wenn die Art und Weise, wie ich mich bewege, nur belastend ist auf diesen einen Teil. So, ändern wir das und dann kriegst du ein anderes Resultat. Ja. Mhm. Aber gute Frage natürlich. Ich kenne das von meinen Seminaren. Also ich kann doch nicht so auf die Straße gehen. Probier's. Mhm. Probier's aus. Es würde niemand schaut dich an. Sorry. Ja, es ist auch so. Wenn man jetzt, es gibt ja viele Leute, die Rückenschule machen. Und in der Vergangenheit war es doch so, man hat beigebracht gekriegt, wenn man einen Bierkasten zum Beispiel hochheben soll, dass man vorher in die Hocke geht,
den Rücken schön gerade durchstreckt und dann den Bierkasten hochhebt. Dann gab es einen Göttinger Professor, der hat gesagt, nee, ist viel besser, chaotisch bewegen. Mhm. Ja, einfach irgendwie den Bierkasten hochheben, auf keinen Fall nach irgendeinem System. Mhm. Was ist da deine Philosophie? Wie hebst du einen Bierkasten hoch? Es gibt zwei Prinzipien schon wieder. Der eine ist, wie wir schon kennen, du darfst nicht heben, indem dass du sozusagen deine Beine gestreckst und so, weil dann belastest du deinen Rücken, stimmt. Mhm. Du musst in die Knie gehen. So. Kriegst du sonst ein Bandscheibenproblem oder so. So ist es. Machst deinen Rücken auch noch steif und dann haltest du sozusagen von den Knie und machst die Knie hin. So, was ist die Lösung? Ganz einfach. Wie heben Gewichtsheber Gewichte? Und was sie tun, ist, sie kombinieren beide. Sie strecken ihre Gesäß nach hinten. Sie heben sozusagen mit dem ganzen Körper. Das heißt, sie verwenden Hebeln, wenn du springen würdest wie ein Frosch, diese Idee, wo du richtig Kraft schön aus dem Boden hochheben kannst und du nimmst es gleich und nimmst einfach ein Gewicht nebenbei mit, dann hast du die Idee. Es ist nicht die Knie, die belastet werden, es ist auch nicht der Rücken, es ist alles verteilt. Und es geht immer um die Verteilung. Es geht immer darum, auch die stärksten Muskeln zu nutzen. So ist es. Mhm. Der Prinzip ist immer das Gleiche. Deswegen macht es so einfach. Es macht Bewegung so einfach zu verstehen, wenn man weiß, das Ganze gehört zusammen. Die stärksten Muskeln machen den größten Teil. Die Muskeln, die nicht so stark sind, machen kleinere Teile. Das ist easy. Mhm. Ja. Wir verkomplizierten das. Wir machen es viel zu komplex, weil wir alles isolieren. Und wenn ich das isoliere, dann muss der Rücken dafür brennen. Wenn ich den Rücken isoliere, dann muss die Hüften dafür brennen. Und so weiter und so. Das ist irgendwie so ein Kreis, was man reinfällt, da kommt man nicht mehr raus. Mhm. Ja? Komme ich vielleicht gerade noch mit zwei anderen Fragen aus dem Publikum, oder? Ja. Wenn es okay ist. Ja, klar. Kann man, fragt Elisabeth, kann man durch diese Bewegungslehre auch Arthrose im Großzehengelenk stoppen? Beziehungsweise in den Griff kriegen? Also eine Teilnehmerin hat im Großzehengelenk eine Arthrose. Das hört sich schmerzhaft an. Ja, es kann auch sehr schmerzhaft sein. Ja, aber das ist das Gleiche wie alle anderen Gelenk, das man überlastet. Aber wie kann man das Großzehengelenk überlasten? Du kannst jedes Gelenk überlasten, indem du es einseitig bewegst. Es ist wie ein Hallux, wie kannst du ein Hallux Valgus, das ist ein ähnliches Prinzip im Grunde. Du Hallux Valgus kriegst, weißt du, was das ist? Ja, ja, so ein Sporn, gell, der rausschaut. Schau, das schaut so aus. Angenommen, hier haben wir einen, ich zeige dir einen Fuß. 1, 2, 3, 4. Ups, ich hoffe, dass niemand so einen Fuß hat. Ich zeige es dir gleich kurz. Okay, angenommen, hier hast du den Fuß. Bitte, ich hoffe, dass ich keinen so einen Fuß habe. Aber wenn, dann macht er nichts. Also, und hier, wenn ich zum Beispiel einfach nur das zeige, den großen Zehenballen hier, würde dann diesen Hallux Valgus, okay? So, ich zeige ihn schön blau, dass man weiß, wo das ist. Also dieses Ding da hier. Ja? Übrigens, wenn man weiß, wie man sowas baut, du kannst es selber basteln, wenn du willst. Ich sage, ich hätte gerne auch sowas. Das kannst du dir selber machen. Ja? Ja, ja, sag mal, wie? Das kannst du dir selber. Du musst dir nur drei Dinge merken. Hm. Ja? Der erste, und übrigens, Leute, die das haben, und das kommt auch wieder mit diesem Großzehengelenk wieder zusammen, das hängt das gleiche Prinzip. Die Leute, die das haben, machen diese drei Dinge ganz, ganz, ganz extrem. Ja? Zum Beispiel, wenn du Leute siehst, die sitzen, Männer, meistens sitzen sie gemütlich und haben die Beine weiter auseinander und sagen, okay, das ist ja ganz gemütlich, so zu sitzen. Aber Frauen, nein, 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 das muss man geschlossen halten. Am besten man schlagt ein Bein drüber. Ja. Oder noch besser, ich kann vielleicht den anderen Fuß auch noch da unter die eine wursteln. Sehr bequem natürlich, sehr bequem. Nur, was passiert, wenn ich das übe? Trainiere ich die Muskeln, meine Beine nach innen zu bewegen. So, das heißt, alle Muskeln ziehen meine Knie nach zusammen. Man nennt das bei uns X-Achsen. Mhm. X-Achsen. Ja? Aber die macht man selber. Durch hartes Training. So, was passiert ist, wenn ich dann stehe und die Knie gehen nach innen, dann habe ich die Gewicht auf die Innenseite von meinen Füßen. Jetzt muss ich mir nur noch ein bisschen klein machen, ein bisschen bedrückt gehen. Und dann, was passiert dann, ist, hey, ich habe genau das Gewicht auf die Innenseite von mir. Ich habe genau das Gewicht hier. So, jetzt brauchst du ein spezielles Gerät, weil du musst nämlich alle 5 Zehen musst du irgendwie einzwingen in einen Spitz. Zwingen sie in einen Spitz rein und die einzige Stelle, die rausbleibt, ist der große Zehen der. Das heißt, man rollt ab über diesen großen Zehenballen. Okay? Macht es lang genug
Und der Körper ist genial, der passt sich an. Wenn ich eine Belastung lang genug mache, auf eine bestimmte Art und Weise, dann baut der Körper einen Schutz in Form von einem Überbein. So, du baust deinen eigenen Hallux. Wenn ich lang genug das mache, so, dann kriege ich da Hallux. Du kriegst einen Hallux, wo du auch willst. Es ist nur eine Frage von, wie lange ich den Körper Belastung aussetze, passt sich der Körper an. Das ist interessant, weil wenn man Tennisspieler anschaut und man würde seine Knochendichte anschauen von seiner rechten Hand verglichen mit seiner linken, der Hand, wo er immer den Ball schlägt, verglichen mit dem, wo er den Ball hebt, dann was passiert ist, der hat einen viel, viel, viel stärkeren Arm. Die Knochendichte ist viel, viel, viel dichter als der. Die Muskeln sind viel stärker ausgebaut. So, der Körper baut sich einfach an, je nachdem, wie es benutzt wird. Benütze ich es auf diese Art und Weise, kriege ich Hallux. Oder ich überlaste diesen großen Zehenballen. Oder ich überlaste die Fersen, kriege Fersensporen. Oder es ist völlig wurscht, wie das passiert. Es ist immer das Gleiche. Ändern wir die Belastung, dann könnte es sein, dass das Ding verschwindet. Das fragt übrigens Sonja. Ja. Haben wir noch eine zweite Frage dazu. Bei ihr steht eine Operation an wegen Hallux Valgus. Ja. Und sie fragt dich, kann ich diese Operation vermeiden? Ja, kann man. Wirklich? Ja, natürlich kann man das. Man muss die Belastung ändern. Das haben wir auf unserer dritten Film. Wie lange dauert sowas? Das ist eine gute Frage. Weil das sind ein paar Prinzipien, die natürlich damit verbunden sind. Nicht nur, es ist nicht nur Ende das so, sondern das hat, wir erklären das danach. Okay. Okay? Bei vielen Leuten ist die Bewusstheit von dem Fuß hauptsächlich auf den Fersen, wo man dauernd den Fersen benutzt zum Bremsen. Bei der nächsten Übung werden wir jetzt den Fuß anders definieren, sodass der Abdrückpunkt, nämlich genau zwischen die ersten zwei Zehen, bewusster wird, sodass das Gehen mehr ein Abdrücken ist und nicht ein Bremsen. Okay, so fangen wir an. Ganz gleich wie die ersten zwei Übungen. Erstmal abdrücken, also groß machen, diese übertriebene Drehung und dann drehst du so weit, bis es den Fuß auch anfängt zu drehen. Probieren wir aus. Groß, drehen und den Fuß auch am Boden mitdrehen. Wenn du auf den Fuß hinunterschaust, dann kannst du genau sehen, wie die Zehen auseinanderspreizen. Achte darauf, dass während du drehst, dass du genau zwischen die ersten zwei Zehen den Drehpunkt machst. Da sind wir wieder. Wim, okay. Jetzt nochmal die Frage von Sonja. Schafft sie es noch, wenn sie nächste Woche OP-Termin hat, sich die OP vom Leib zu halten? Schau mal her, es ist so. Was wir jetzt eigentlich da gesehen auf dem Video ist, gell? Was wir machen wollen, ist, wenn wir jetzt die Belastung jetzt auf den Punkt zwischen die ersten zwei Zehen verändern und man drückt durch die Zehen durch, dann hast du kein Gewicht mehr hier. Ja? Durch die Bewegung, durch die Drehung, spreizen die Zehen auseinander. Okay? So, das heißt, du kriegst einen breiteren Vorfuß. Den großen Zehen da, der wächst wieder nach außen. Es drückt durch die Belastung, drückst der Zeh wieder nach außen und du hast die Chance, das hier zu verändern. Okay? Aber nur, wenn sie keine spitz zulaufenden Schuhe trägt. Ja, das spielt die muss die Sonja jetzt wegschmeißen. Schau, es spielt ein paar Sachen hier eine Rolle. Die muss jetzt Gesundheitsschuhe tragen, das ist ja schrecklich. Nein, es ist nicht nur das. Es geht ein bisschen weiter jetzt. Schau, was ist der Grund, warum ich hier und hier und hier, warum gehe ich so? Was ist der Grund dahinter? Und für vielen ist es so, dass es ein Schutz ist. Alles, wo man den Körper zusammenfaltet, ist ein Schutz für irgendwas, dass man irgendwie sich eignet. Wenn sie jetzt anfängt zu gehen, wo sie sich größer macht, kriegt sie einen anderen Blick. Ihr Blickfeld wird größer. Sie muss weiter schauen. Ja, weil sonst kriegt sie keinen Druck auf die Füße. Das endet sozusagen psychisch, wie ich mich empfinde. Aber wenn ich mich dafür verstecken will, weil ich das Gefühl habe, der böse Wald da draußen ist, ja, dann automatisch komme ich wieder zurück zu der gleichen Stelle. So, es sind ein paar Sachen, die natürlich schon eingeprägt werden sollten. Aber mit diesen Übungen, die wir hier zeigen, oder auch was passiert in den Seminaren, wir prägen das natürlich anders relativ lange ein, um das einmal schön zu machen. Nur theoretisch ist es möglich. Theoretisch ist es möglich. Auch praktisch. Also in meiner Ausbildung, wo es wirklich über längere Jahre dauert, also zwei Jahre, merkt man eindeutig, wie die Belastung hier weiter weniger wird.
Die Judith hat ein Problem mit dem Fersensporn. Ist das dann so ähnlich? Das ist das Gleiche. Aber was macht sie, um den wieder loszuwerden? Kann das sie noch Gleiche. Was Zusätzliches tun? Schau, es ist zusätzlich, es ist, den Fersensporn ist ein Gewächs in Knochen, in der Fersenknochen. Okay? Wenn ich zum Beispiel mein Fusi anschaue, ich ziehe meine Schuhe nochmal aus. du hast natürlich, du hast einen Fersenknochen, der hat unterhalb hat der, du hast eine dicke Hautschicht und so Fettschicht ist es im Grunde. Aber wenn ich die Belastung immer auf diese Stelle habe, genauso wie den Hallux, wenn ich immer zu viel Gewicht darauf habe und zu viel belastend hebe, baut der Körper einen Schutz. So, in Form von Fersensporen. Ändern wir den Gang wieder, kriegen wir einen anderen Schritt, wo die Belastung nicht so spitz ist auf diesen Fuß, dann automatisch wird die Belastung weg. Und wenn die Belastung weg ist, baut der Körper das ab. Also mit dem Schuh muss man nichts machen in dem Fall. Weniger Schuhe. Einfach weniger barfuß laufen. Man muss ja nicht immer barfuß sein. Schau, ich habe hier Schuhe, die sind sehr dünn. Schau. Mhm. Die sind ja nur im Großen und Ganzen nur ein sehr dünne Sohle. Die kann man bewegen in alle Richtungen. Die lassen dich bewegen wie barfuß. Ja? Mhm. Und das, sowas ist natürlich sehr praktisch, wo du einfach automatisch ein bisschen flacher mit dem Fuß aufsetzt und du kriegst andere Druck zusammen. Mhm. Weil das war übrigens auch eine Frage einer Teilnehmerin, einer anonymen Teilnehmerin, die schreibt, sie wohnt in der Großstadt, mit Barfuß gehen ist da eigentlich nicht viel drin. Ja. Wenn wir jetzt den Film von vorher nehmen, also von zu Hause zum Auto, ja. Vom Auto ins Klar. Büro, da kann ich ja schlecht barfuß gehen auf diesen Strecken. Ja. Ja. Bis so wenig wie möglich. Also ich bin nicht jemand, der sagt, du musst immer barfuß gehen. Das ist ja praktisch nicht möglich. Ja. Mhm. Es gibt ein paar Leute, die das machen, aber es bleibt trotzdem Freaks. Ein bisschen schräge. Ja, es ist ein bisschen eine schräge Geschichte. Wie gesagt, alle, die das machen, finden die wunderbar, sollen sie weitermachen, es tut gut, sicher gut und so weiter. Nur, für die meisten von uns, ja, ziehen wir Schuhe heute an. Auch vor allem, wenn du kalte Füße und so kriegst. Und wie gesagt, dünne Schuhe, die wenig Dämpfung haben, lassen die einfach den Boden besser spüren. Und schließlich, der einzige Kontakt, das wir mit dem Boden haben, irgendwo um uns herum, ist unter die Füße. Und die Füße sind tatsächlich ausgestattet mit Sensoren, die Informationen durch die Füße, durch jedes Gelenk bis zum Gehirn leiten. Das heißt, das Gehirn und der Körperschwerpunkt ordnet sich immer über die Füße, wo Mitte ist und wo es lot und wo es gerade und wo es vorne. Und wir haben das völlig verfälscht durch diesen komischen Schuh, wo die Fersen höher sind. Ich bin zurückverlagert, um das auszugleichen und der Kopf muss dann nach vorne fallen, um ein Lot zu kommen. Gibt es weg und bist wieder neutral, barfuß, dann kannst du wieder sozusagen neutral stehen. Der ganze Körper. Also ich brauche auch keine speziellen Schuhe, es können auch Chucks sein oder also einfach Schuhe mit so wenig. Wie möglich. Mit wenig Sohle. So dünn wie möglich. Also wie gesagt, wir verwenden immer die sind nur ein paar Millimeter dick, von vorne bis hinten, das ist mal der erste Schritt. Mhm. Zweitens natürlich, wenn wir sagen, hier, diesen Fuß hier ist in der Spitze, deswegen sind die Zehen so eingeschränkt, dann muss der Schuh breit genug sein vorne, dass die Zehen auseinander können. Die brauchen Platz. Weil die Stabilität, die man hat, den Fuß, ist immer den Vorfuß. Ja, der hat die ganze Stabilität, ist vorne und nicht hinten. Ja. Das ist eigentlich der Trick. Gut, wenn wir mal schon bei den Beschwerden sind, weil wir sind eigentlich schon in der richtigen Zeit, was jetzt die Fragen aus dem Publikum betreffen, dann nehmen wir doch mal hier den Rolando. Schöner Name. Was bedeutet denn Schmerzen in den Händen? Will man nicht zupacken, anfassen oder was? Also der Rolando hat es mit der Psychosomatik. Ist das auch dein Thema? Es ist, naja, schau, natürlich. Alles, wo man natürlich etwas zu viel macht, hat natürlich irgendwie. Es kann natürlich sein, dass man zu viel verkrampft auch dort. Weil die Hände, in der Entwicklung von Babys, wenn die Finger und die Zähne die gleiche Zeit entwickelt. Du kennst es, du hast ja Kinder, wenn die Babys anfangen, die alles in den Mund zu stecken, die Zähne in den Mund, die Hände, wo alle Gegenstände müssen, die werden gleichzeitig sozusagen eingeprägt. Und was oft passiert ist, dass wenn man verkrampft, und für irgendwelche Gründe, dass man die Muskeln von den Fingern viel fester, Muskeln von den Fingern sind eigentlich in den Unterarmen, das sind ja nur die Sehnen dort. Mhm. Ja? Aber wenn die Muskeln von den Unterarmen sehr verspannt sind, dann zieht es natürlich auf die Sehnen und die Sehnen ziehen dann auf die Knochen und dann könnte es natürlich zu einem Punkt kommen, wo diese einfach auch schmerzen.
Man braucht nur herumfassen hier, wie die Muskeln beieinander sind. Mhm. Und man merkt auch, wenn die Muskeln hier sehr fest sind, dann kommst du die Hände auch zurück. Das kennt man ja auch aus der Osteopathie, diese Verkettungen, oder? So ist es. Das heißt also, ein Problem, das ich hier im Nacken habe, kann eigentlich von den Füßen herrühren. Ja, sowieso, oder vom Kiefer. Vom Kiefer vor die Augen, das hängt alles mit den Achillessehnen und mit den Füßen zusammen. Das ist klar. Nur hier, in dem speziellen Fall, wenn ich schaue, angenommen, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, bei meinem Arm, wenn ich zum Beispiel, ich entspanne meine Hand, wenn ich nur die Muskel von ein paar Finger hier drücke, dann siehst du, was passiert zu den Fingern, die fangen sich an zu biegen hier. Ja? So, das heißt, für jeden Muskel, dass ich kann jeden einzelnen Muskel sozusagen, indem ich sie nur verkürze, kann ich den Muskel von die Fingern bewegen, weil ich die Sehnen ziehe. Mhm. Ja? Wenn diese Muskeln aber sehr, sehr, sehr verspannt sind und ich bewege meine Finger, dann hast du natürlich zwei Verspannungen, die zusammenkommen irgendwo und das kann durchaus zu Schmerzen führen. Also natürlich. Mhm. Ja, die Sonja, eine andere Sonja als vorher, fragt, ob Yoga gut für sie ist als Training. Die Yoga hat seinen Tücken, sagen wir so. Die Yoga hat seine Tücken, weil es ist natürlich praktisch für unsere Gesellschaft, in unserer Welt, wo wir da leben, weil man lernt wieder alles isoliert zu strecken, zu dehnen, zu halten. Und um den Aber Muskeln so eine Asana ist ja doch meistens relativ komplex in der Bewegung, oder? Es gibt die meisten Asanas, das sind diese Haltungen, die man hat. Man geht in eine bestimmte Haltung und man hält diese Haltung, atmet da rein. Genau. Okay? Jetzt, das ist praktisch für uns, weil wir sind nicht gewohnt, alles still zu halten. Was wir brauchen in unserer Gesellschaft, ist viel flüssiger Bewegung. Wir brauchen viel mehr Bewegung, wo man den ganzen Körper mit einbezieht. Dann empfiehlt doch der Sonja Kundalini-Yoga zum Beispiel. Das sind ja fließende Bewegungen. Ja. Alles, was mehr fließt. Bleibt man nicht statisch in einer Pose, sondern man bewegt sich einfach weiter von einer Asana zur anderen. Ja, also was sehr gut ist zum Beispiel, ist einfach nur dieser Sonnengruß aus dem Yoga. Der genau. Ist sehr effektiv. Und du hast ja natürlich alle Bewegungen, Biegen, Strecken, die Beine und so hast du gleichzeitig mit. Gut, die Monika, die hat einen Beckenschiefstand und beim Joggen hat sie Schmerzen. Was soll sie tun? Die gute Frage ist natürlich, in groß hat jeder ein bisschen einen Schiefstand. Ein Bein ist immer ein bisschen länger, das wird korrigiert durch die Seiten, eine Seite wird kürzer, das wird da ausgeglichen hier, dann wird der Kiefer ein bisschen anders, es wird alles sozusagen mit dem Körper so ausgeglichen. Ja? Mhm. Und oft ist das Problem einfach wieder der Art und Weise, wie ich laufe. Wenn ich laufe auf der gleichen Art und Weise, wie ich vorher gezeigt habe, und die Füße kommen, um zu landen, und ich bremse mit meinem ganzen Gewicht, kommt zu viel Belastung genau auf diese Stelle, dass du sozusagen ein bisschen... Ja, das heißt, ein leichter Schiefstand wird dann zum Problem, so ist es. Der normalerweise aber gar kein Problem wäre. So ist es. Im Grunde ist es nie ein Problem. Ein längeres Bein, du kannst ein viel längeres Bein haben als die anderen, trotzdem ganz völlig normal gehen. Wenn die Bewegung übereinstimmt, von was wir hier sprechen, von dieser Schwerkraft im Boden. Hm. Wenn ich aber falsche Bewegungen mache, wo ich wirklich das Gewicht in den Boden falle, dann wird natürlich jede Stelle, das außerhalb von den Winkel, wird einfach da einfach viel zu viel Belastung kriegen. So, jetzt haben wir noch mehr Fragen gekriegt. Was hältst du von, ich glaube, das heißt myofaszialen Training? Faszientraining. Faszientraining ist sehr wichtig für uns. Die Forschung jetzt von Faszien. Faszien sind eigentlich, ist es wie ein Netz, das der Körper sozusagen umformt. Die Muskeln haben Faszien. Faszien sind zum Beispiel die Achillessehnen sind Faszien. Alle Sehnen, die sind, es sind alles gewebt. Und bei vielen sind sie verklebt. Mhm. Sie sind so wie vernetzt. Und vielen Schmerzen, was sie heutzutage herausgefunden haben, ist, dass viele Muskelschmerzen, dass wir glauben Muskeln sind, sind eigentlich die Faszien. Ja? So, und Faszientraining, das kommt sehr gut überein mit den Sachen, die ich mache, weil je fließende Bewegungen sind, je mehr, dass sie gleichmäßig sind, je mehr, dass man schwingt und diese Idee, was man früher verbannt hat, man darf ja nicht Bewegungen machen, wo man wippt zum Beispiel, wippt und schwingt und diese ganze, das trainiert die Faszien, weil sie brauchen diesen Zug und sie brauchen die Bewegung und Bewegung ist das, was wir brauchen. Ja? Mhm. Ja. Also durchaus positiv zu beurteilen. Wenn es gut gemacht ist, ist Faszientraining sehr gut. Ist übrigens gleich die Frage auch von Klaus. Man sieht, das Thema ist also tatsächlich wirklich ganz aktuell. Faszientraining ja oder nein? Also aus deiner Sicht ja. Wenn es gut gemacht ist. Das hängt davon ab, natürlich, ob es jetzt isoliert gemacht wird, dann bin ich schon wieder... Genau.
Und die Antoine oder der Antoine, ne, Antonia, fragt, ob sie diese Schuhe, die du da trägst, beziehungsweise halt die Schuhe ohne dicke Sohlen, würde ich jetzt mal sagen, auch bei Plattfüßen tragen kann. Sie hat nämlich Einlagen. Wir haben sogar eine zweite Frage auch dazu, da ist auch jemand Einlagen besorgt. Einlagen sowieso ein Thema. Er ist auch besorgt um seine Plattfüße, hat, glaube ich, geschrieben, dass er seit 30 Jahren Einlagen trägt. Die kann er doch nicht jetzt einfach weglassen, der Orthopäde rät ihm ab. Klar, natürlich tut er das. Der hat gesagt, das Fußgewölbe ist sozusagen nicht mehr in der Lage, sich allein zu tragen und deswegen müssen die Einlagen sein. Okay, so jetzt klären wir diese Geschichte auf. Ja. Wir kommen alle auf der Welt mit platten Füßen. Jedes Baby, das du jemals im Spital siehst, du schaust deine Füße an, sind sie platt. So, warum ändern sich die Füße ihrer Form bei manchen und warum nicht? Wenn man nach Afrika geht, dann siehst du zum Beispiel, wo Frauen sehr große, schwere Krüge auf den Kopf tragen. Mit 30 Kilo, mit Holz, mit Wasser, was sie heute tragen auf den Kopf. Ja, um es aber effizienter zu gehen mit einem höheren Schwerpunkt. Die haben platte Füße. Weil es extrem praktisch ist, platte Füße zu haben, wenn du extrem große Gewicht auf den Kopf trägst. Schau mal die kenianischen Läufer an, sie haben ein extrem hohes Gewölbe. Das heißt, der Fuß passt sich an mit der Aufgabe. Wenn du einen stehenden Beruf hast, dann wäre es extrem unpraktisch und sehr unfunktionell, ein hohes Gewölbe zu haben. Platte Füße haben einen sehr praktischen Grund. Du kannst drauf stehen. Wenn du aber viel bewegst, und du springst und hüpfst und springst und tust und was, dann ist es viel besser, du hast ein höheres Gewölbe. Wenn du platte Füße hast und du fängst an zu springen und zu hüpfen und so, dann schmerzen die Füße. Warum? Weil die Muskeln natürlich viel mehr arbeiten, als was sie tun, wenn sie stehen. So, das heißt, der Fuß aus meiner Sicht ist nichts anderes als ein Ausdruck von der Art, wie man sie benutzt. Und jeder Muskel ist in der Lage, sich zu verändern. In dem muss man es trainieren. Das ist man auf dem Fitnessstudio. Egal wie komisch du die Bewegung machst, die Muskeln verändern sich. Use it or lose it, das ist wieder die diverse. Und das heißt, für alle die Leute, die Probleme hast mit platten Füßen, wie vielleicht diesen Mann oder Frau, ich habe das nicht heraus. Beides, genau. Wir haben ja zwei. Und man hat Einlage und der Körper hat sich gewöhnt an die Einlage. Mhm. Da hat man eine Möglichkeit, man sagt, okay, ich bleibe einfach dabei. Okay? Nur, wenn du dann in Urlaub barfuß gehen willst oder sowas, dann kannst du was nicht mehr gehen bald, weil die Muskeln einfach nachlassen. Je mehr dass man anfängt, die Füße zu benutzen, je mehr dass sich natürlich ihre Stellung ändert und auch den Form ändern. Ja, man sieht das bei uns in Wochen, wo wir im Ausland sind, im Sand, Wochen, die Füße ändern sich, die Zehen werden breiter und so weiter. So, nur das, was wichtig ist zu verstehen ist, jetzt will ich das jetzt auch betonen, ist, man darf nicht zu schnell etwas ändern. Der Körper braucht Zeit zum Anpassen. So, ich würde euch raten, kauft dir mal so ein paar dünne Schuhe, trägt sich kürzere Strecke, ja immer wieder, aber immer wieder zieht wieder die Einlage an, dass man einfach mehr abwechselt und langsam dem Körper Zeit gibt, um daran zu gewöhnen. Und dann kann man natürlich ein bisschen mehr in die andere Richtung gehen und dann die Einlage weglassen. Ja, hier haben wir auch den Moritz, der hat zwei verschieden lange Beine. Nach einer Operation ist mein rechtes Bein kürzer als das linke, das hattest du ja schon mal erwähnt. Natürlich ist die Belastung dadurch einseitig. Wie kann ich dies ausgleichen? Also wahrscheinlich ist bei Moritz der Unterschied zwischen den Beinlängen dann doch noch mal größer, als das vielleicht landläufig passiert. Kann das ausgleichen, wenn der Körper flexibel genug oder soll man das überhaupt ausgleichen, fragt er, oder reguliert sich der Körper von selbst? Der Moritz hat schon was mitgekriegt. Schau, der Moritz, ich leide auch mit vielen Leuten, weil ich habe sie alle in Seminaren, ich weiß, was sie alle durchgehen und oft werden sie von einer zu der anderen geschickt und so weiter und die eine sucht dieses Problem und dort. Und wenn du einen Unterschied hast in der Länge vom Bein, wie gesagt, der Körper gleicht sich das aus. Je beweglicher das der Rest von dem Körper ist, je besser, dass man das ausgleicht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel im Wald laufe, muss auch immer ein Bein ein bisschen länger machen als die andere. Man muss ausgleichen. Je besser dass der Körper das machen kann, je mehr fähig er ist, das auszugleichen, je weniger dass das ein wirkliches Problem ist. Der Emanuel fragt, können polyneuropathische Schmerzen bedingt durch Diabetes gemildert werden? Also es geht, glaube ich, auch um den, das wollte man dich fragen, was ist mit Diabetikern und mit diabetischem Fuß etc.? Im Großen und Ganzen bin ich die Meinung, dass ich hier vertritt. Wenn der ganze Körper verteilt ist und die Bewegung schön ausgeglichen ist von dem ganzen Körper, kann man einfach Belastungen reduzieren.
Das heißt, wenn man gewohnt ist, eine Belastung auf eine bestimmte Art und Weise zu empfinden und man fängt an durch eine andere Art von Gehen und es gibt mehrere Möglichkeiten, das auszugleichen, dass man dadurch die Belastung reduziert, dann kann man natürlich auch das umgehen ein wenig. Ja? Mhm. Es geht immer darum, die aus der Schusslinie zu kommen, dass man ein bisschen so ausweicht von das, was man immer macht. Eigentlich muss man sich wie das Wasser verhalten, oder? Im Grunde schon. Immer da lang, wo es am einfachsten geht. So ist es. Mhm. Der Weg den wenigsten Widerstand. Und wenn da Widerstand ist, dann kann man es umgehen. Weil der Körper ist plastisch genug, das zu machen. Nur unsere Gewohnheiten sind fixiert. Das ist immer das Schwierige. Und oft hilft es, wenn jemand dich natürlich anschaut. Eine weitere Frage zu den Schuhen. Das scheint die Leute zu interessieren. Bringt das Laufen in Barfußschuhen wirklich einen vergleichbaren Effekt wie das echte Barfußlaufen? Nein. Nein. Barfuß ist immer barfuß. Das heißt, wenn du nichts unter deinen Füßen hast, absolut barfuß bist, verhält dein Fuß trotzdem anders, als würdest du irgendwas dazwischen tun. Weil dein Fuß, der auf Englisch heißt es anticipate, ist erwartet, vorwegnehmen, ja? es erwartet den Kontakt mit dem Boden. Und das heißt, er reagiert schon vor, dass der Fuß überhaupt am Boden auftritt. Spannt die Muskeln, um das zu schützen und so weiter. Sobald man einen Sohle unterhalb tut, verändert sich das. Das heißt, es verlangsamt die Reaktion. Ja? Und barfuß ist barfuß, da gibt es nichts. All mein Training tue ich auch immer barfuß. Und du läufst auch knallhart auf Asphalt barfuß? Ich kann auf Asphalt laufen, ich kann überall laufen. Auf Schotter, das ist eine Trainingssache. Das ist nur eine Frage von Touren. Auf Schotter. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, ich verwende das barfuß als Training, dass man das Verhältnis, wie der Fuß aufkommt, wie der Körper in Relation zu dem Fuß auftritt. Wenn man das übt und trainiert, dann kann man mit Barfußschuhe die gleiche Bewegungsabläufe trainieren. So, es hat einen Effekt, es hat absolut einen besseren Effekt als mit dickeren Schuhen. Auf jeden Fall, Barfußschuhe sind absolut genial, aber sie sind kein Ersatz für keine Schuhe. Der Hans hat es bisher schon gemacht, ist also mit Barfußschuhen gelaufen und sagt, es tun ihm die Achillessehnen weh, nachdem er sich an die Vorlage und an den neuen Laufstil gewöhnt hat. Was rätst du dem Hans? Was soll er machen? Das ist eigentlich eine normale Reaktion. Normalerweise hat man dickere Schuhe an. Das heißt, die Fersen, man hat eine Sprengung meistens. Ich muss ich vielleicht aufzeichnen. Die meisten Schuhe sind gebaut, dass sie hinten viel höher sind als vorne. Das heißt, man steht sozusagen auf so einem Keil, oder? Ein Keil. Das heißt, der hintere Teil, der Abstand zwischen hinten und vorn, ist natürlich erheblich größer. Okay? Wenn ich jetzt meine Schuhe ausziehe, der ganze Körper passt sich anders an, das wissen wir schon. Wenn ich jetzt die Schuhe ausziehe und ich gehe barfuß oder gehe mit ganz dünnen Schuhen, dann was ich tue, ist ich diese Strecke dort hinten, das höher ist als vorn, was passiert ist, ich überdehne das. Das heißt, um meinen Fuß, um meine Ferse zu einem echten Boden zu bewegen, so ein echter Boden steht hier, bewege ich so einen echten Boden, dann siehst du, dass hier diese Muskeln sich einfach überdehnen. Ja? Erstens die Zwillingsmuskel, also unterhalb von den Zwillingsmuskeln im Baden, der wird erst überdehnt und es kann natürlich dadurch zum Zug zu der Achillessehne kommen. Das ist eigentlich ein normales Verhältnis. So, das Problem ist dieses, der Körper braucht Zeit, das anzupassen. So, wenn man Probleme hat, ist es immer wieder gut, wieder die andere Schuhe anzuziehen, um das zu entlasten ein bisschen, dass der Körper sich wieder adaptiert, dass es nicht zu einer Entzündung kommt dort und dann langsam wieder anfangen. Und man darf nicht einfach von einem Tag auf den nächsten extrem wechseln. Es braucht alles seine Zeit. Ja, man muss alles, was man verändert von einem Tag auf den nächsten, wird immer ein Problem sein. Und deswegen muss man wirklich Zeit nehmen und, wie ich schon geraten habe, mit den Schuhen, mit der Einlage, ein bisschen ohne, ein bisschen mit, ein bisschen ohne, ein bisschen mit und dann langsam anfangen, das in eine Richtung ein bisschen mehr zu lenken. Was heißt zur Zeit? Monate, Jahre? Wochen? Also das könnte schon über 4 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen ziehen, weil der Körper braucht so viel Zeit, um das umzugewöhnen. Ja. Die Britta arbeitet als Verkäuferin und hat ständig geschwollene Beine. Ja. Was kann sie tun? Laufen. Sie wird laufen. Also zur Arbeit gehen? Sowieso viel Bewegung, aber man sollte viel bewegen. Man muss
den Kreislauf muss viel mehr arbeiten. Man muss so viel mehr die Lymphsysteme in Bewegung bringen, dass man auch diese längere Strecke, dass man tatsächlich steht, auch über längere Strecke aushält, natürlich. Aber ein Ausdauertraining in der Form von Gehen und auch leichtes Joggen und Training ist, glaube ich, schon sehr hilfreich. Und am Arbeitsplatz selber auf die Zehenspitzen gehen? Wippen, auf und ab, ein bisschen unruhig sich verhalten. Nicht Hibbeln. Einfach, ja, ein Hibbeln. Bisschen, ja, so Zappo-Philipp werden. Zappeln. Ja, ja, die Einlagen hatten wir eigentlich schon. Hier ist es bei einem Kind. Mein Kind hat schwache Füße und hat Einlagen verschrieben bekommen. Was können wir tun? Gibt es bestimmte Übungen? Soll es spezielle Schuhe tragen? Oder sagst du gleich, schmeißt es die Einlagen weg? Also ich bin für Kinder bin ich sehr, sehr hagelig mit Füßen, weil sie müssen sich entwickeln. Und die Kinder entwickeln ihre Füße je nachdem nach Benutz. Auch die Kinder. Auch die Kinder. Und es geht schnell, dass sie platte Füße auch kommen. Es ist natürlich, je mehr, dass man das unterstützt, dieses Problem, je weniger, dass der Kind auch die Füße dann wirklich benutzt. Und Kinder, wir müssen Kinder irgendwie dazu bringen. Es ist schwierig in unserer Gesellschaft jetzt inzwischen, die Kinder wirklich einmal gern zum Sport treiben oder klettern oder irgendwas, wo sie einfach die Füße anfangen mehr zu benutzen. Aber das ist einfach wichtig. Wir müssen irgendwie schauen, wie kriegen wir sie zum Hüpfen und zum Laufen und zum Springen und Seilspringen und diese Sachen, wo sie wirklich viel, viel mehr die Füße benutzen müssen. Was du, wo du springst, brauchst du ganz andere Füße, als wenn du nur stehst oder nichts damit tust. Ja. Und die Einlagen, was sollst du jetzt mit denen machen? Ich würde es gleich machen wie bei den Erwachsenen. Also grundsätzlich, Kinder können sich schneller anpassen als Erwachsene. Das heißt, ich würde grundsätzlich nie ein Kind Einlagen geben. Da hätte ich sofort was dagegen. Und auch die dicke Schuhe, dass die Kinder jetzt alle tragen. Also das ist alles einfach für kleine Kinderfüße. Sie brauchen beweglich, sie müssen so viel möglich barfuß, solange das natürlich möglich ist. Ja, dann haben wir hier noch die Tina, 26 Jahre alt. Und hat sich von verschiedenen Übungen anregen lassen. Die Entspannungshocke kann ich allerdings nicht korrekt ausführen. Die Entspannungshocke, vielleicht machen wir am Schluss ein kleines Lockerungsprogramm, ja, oder? Ja, können wir machen, ja. Magst du uns das dann noch zeigen? Ja. Dann kommen wir vielleicht dann auf die Frage zurück, weil bisher weiß niemand, was die Entspannungshocke ist. Ja, genau. Dann vielleicht hier, finde ich eine ganz interessante Frage, vom Gernot. Wie lange dauert es, bis man den neuen Bewegungsmuster wirklich verinnerlicht hat? Muss man lebenslänglich üben? Das ist eine gute Frage eigentlich. Das ist eine sehr gute Frage und das kriege ich auch sehr oft. Und es hängt davon ab, wie viel Schmerz ist damit verbunden. Das heißt ganz einfach, wenn jemand geht und hat Schmerzen und die zeige Art und Weise zu gehen, wo er keine Schmerzen hat, dann hat er es sofort. Und jedes Mal, dass er es wieder falsch macht, hat er Schmerzen. Das heißt, er hat sofort einen Feedback zu sagen, das ist falsch. Ja? Nur die meisten oder viele Leute haben das nicht. Und erst einmal braucht es ein bisschen Zeit, um das zu entdecken. Und was meine Erfahrung ist, je mehr dass man mit Bewegung spielt, zu wirklich fühlen, ist es jetzt schwer, ist es jetzt leicht, ist es jetzt schwer, ist es jetzt leicht, dann versucht man immer die leichteste Möglichkeit herauszufinden. Wenn das im Vordergrund steht, dann geht das sehr schnell. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich ignoriere wieder alles und gehe wieder auf meine Art und Weise, wie ich gewohnt bin, dann kann es ewig dauern. Ja. Ja, es hängt natürlich viel mit dem Bewusstsein, wie viel Bewusstsein benutzt man in den Alltag und in die Bewegung, die ich mache. Um dieses Bewusstsein zu erreichen, hat sicher auch Sinn, Feldenkrais Übungen zu machen, oder? Weil sie die Körperintelligenz auch fördern, oder? Ja, also die Feldenkrais insgesamt, wenn es gut gemacht ist, ist absolut genial. Einfach weil es langsam ist, es passiert am Boden. Und am Boden hast du Kontakt mit dem ganzen Körper auf einer Fläche. Das heißt, man hat immer ein Feedback von dem Boden. Wenn ich was hebe, da spüre ich, das Gewicht ist mehr auf einer Seite und nicht auf die andere. Und man kann die Bewegungsabläufe wirklich mühelos einprägen. Mhm. Also diese ganzen Sachen, was ich auch in dem Buch mache und auch in meinen Seminaren, habe sehr viel damit zu tun, die Bewegungsabläufe zu legen, sie auf den Boden neu einzuprägen. Und sie dann wieder beim Gehen und beim Laufen, auch beim Rennen, also Joggen, also wieder einzuprägen, um sie wieder dann in den Körper neu zu definieren, sozusagen. Wir definieren eigentlich den Körper neu, dass man ein anderes Gefühl kriegt dafür. Ja, der Gernot hat Probleme mit den Schultern. Wie soll ich? Er möchte sich ja natürlich mitbewegen, aber irgendwie sind sie immer steif und fühlen sich beim Gehen komisch an.
wie kann er damit umgehen? Also er hat steife Schultern. Steife Schultern? Mhm. Also muss man sie lockern irgendwie, oder? Ja. Wie macht man das? Also die Schultern, grundsätzlich die Schultern, die sind ein bisschen hakelig bei uns in unserer Kultur, weil alle starken Muskeln von den Nacken runter sind fixiert auf die Schulterblätter. Mhm. Und man tendiert, diese Muskeln festzuhalten und deswegen fangen die Schultern an zu schmerzen. Also Schmerzen bekommt man, indem man den Muskel zu fest haltet. Okay, wir müssen die Schulterblätter bewegen. Wie machen wir das? Ja, alles, wo man das Schulterblatt bewegt, ist immer praktisch. Wir zeigen ein paar Übungen, natürlich wieder diese Lockerungsübungen, was du schon angesprochen hast. Ich mache sie alle, dann haben wir diese Frage dann auch beantwortet. Also alles, was dich für die Schultern viel mehr integriert und locker macht und so gesagt. Ja, wollen wir eigentlich gleich loslegen? Du kannst ruhig noch eine Frage stellen, wenn du magst. Wir haben noch ein paar Minuten. Vielleicht hier eine ganz interessante Frage, wie bist du eigentlich überhaupt zu Feldenkrais gekommen? Warum findest du, dass Feldenkrais oder findest du, dass Feldenkrais anderen Methoden überlegen ist? Was fasziniert dich eigentlich so an Feldenkrais? Also ich hab den Glück, dass ich damit aufgewachsen bin. Also mein Vater hat Feldenkrais-Methode gemacht, wo ich schon ganz klein war. Und ich bin mit dem Ganzen aufgewachsen. Und sobald ihr die Möglichkeit habt, einen Workshop zu machen, da war ich schon 15 bei meinem ersten Workshop, dann hat mich das einfach fasziniert, weil ich habe immer gedacht, das ist irgendwie so eine Geheimgeschichte. Es ist ein Geheimrezept, niemand weiß, alle denken immer nur so isoliert und so. Und Feldenkrais hat das viel mehr ursprünglich gemacht, mit wie das Gehirn funktioniert, wie das Nervensystem Impulse überwandert, wie Kinder lernen. Es hat so viel mehr Dynamik drinnen gehabt. Und wir lernen am besten, wenn etwas langsam passiert. Wenn du etwas schnell hudelst und schnell machst, dann hast du keinen Lerneffekt. So, die Idee von dieser Langsamkeit, das zu entdecken, zu spüren, dass ich selber entscheide, wie ich mich zu bewegen habe und dass ich spüre, was ich tue, das war für mich einfach das Wichtigste. Und das für mich, was ich mit vielen Physiotherapeuten auch bespreche, sie sagen, die meisten Leute spüren nichts. Und viele Arbeit, was Physiotherapeuten tun, ist, die Leute zum Spüren zu bringen. So das Spüren fehlt in unserer Kultur. Und ich bin der Meinung, dass Feldenkrais ist wahrscheinlich einfach die beste Systeme, wo man das Gespür wieder entdeckt. Und erst wenn man fühlt, was man tut, dann kann man tun, was man will. Ja? Und dann kann man Dinge erreichen, die man vielleicht gedacht, die waren unmöglich. Ja. Gut, und jetzt zeigst du uns am besten dein Lockerungsprogramm, weil das können wir alle machen. Ja. Ich glaube, ich schiebe mal den Tisch ein bisschen auf die Seite. Ja, dann machen wir das gemeinsam. Schieben wir es ein bisschen um. Okay, ja. Dann leg mal los. Und die Geschichte mit Lockern hat immer mit Gelenke zu tun. Wir sind fixiert auf die Muskeln, aber die Gelenke sind die wir bewegen wollen. Und wir haben zum Beispiel ein ganz einfaches Programm, wo du zum Beispiel nichts anderes tust, als nur deinen Fuß kreist. Du nimmst nur den Fuß, kreist es in eine Richtung, kreist es in die andere Richtung, natürlich wächst man natürlich den Fuß. Man kann den Fuß auch bewegen, wo man den Fuß rollt, sozusagen, vorwärts und wieder zurück. Das machen Kinder auch sehr viel, sie verbringen sehr viel Zeit mit den Fuß an dieser Stelle. Wir tun das eher weniger und es braucht ein bisschen Zeit, bis das die Füße wieder an diese Bewegung anpassen. Aber hier gehe ich, wenn man den Fuß anschaut, hier gehe ich durch die gesamte Bewegung, was möglich ist von meinem Fußgelenk. Ja, von hier bis dort bis runter. Okay? Mache natürlich auch mit dem anderen Fuß. Das ist sehr gut. Und dann als nächstes würde man das Gewicht verteilen auf die Füße. Also ich verlage das Gewicht nach einer Seite und gehe vorwärts mit dem Gewicht, dass ich ein bisschen mehr Bewegung in den Fußgelenk reinkriegt, weil das ist das, was wir am wenigsten benutzen, die Fußgelenke und die Zehen. Ob ich jetzt heb und senk in diese Richtung, also vorwärts und zurück, oder ich den Fuß dann kreis, immer wenn ich das mache mit den Knie, dann sagen manche, ja, aber die Knie kannst du nicht kreisen. Ich kreise eigentlich nicht die Knie, sondern es ist die Füße, was ich eigentlich kreise. Auf dem Boden machen sie die eigentlich den Ausgleich. Und die arbeiten die Zehen, auch wenn ich die Knie auseinander bewege zum Beispiel oder zusammen, da habe ich eigentlich eine Bewegung, das von den Füßen bis hinauf zu auch die Hüften kommt. Okay. Und du siehst auch mal Füße arbeiten, wenn ich das tue am Boden. Kannst du ruhig relativ lang machen. Ich gehe einfach Gelenk für Gelenk höher. Also der nächste Gelenk ist an das Hüftgelenk. Dann nehme ich zum Beispiel einfach mein Knie, drehe es nach außen und stelle es wieder hin. Muss nicht so weit sein natürlich, also wenn es ein bisschen ist, ist es okay. Kreise einfach den Knie. Nach außen,
Das öffnet den Hüftgelenk ein bisschen mehr. Auch natürlich in andere Richtung kann man das genauso machen, wo alles rückwärts ist, mit beide, auch mit beiden Füßen. Als nächstes könnte ich das Gesäß, also wenn ich es von hier mache, das Gesäß, wo ich eigentlich anfange, das Becken um die Hüftgelenke herum zu kreisen. Gleicher Effekt, ist sehr effektiv, um alle Muskeln und auch natürlich die Faszien einfach zu lockern und ein bisschen gleichmäßiger zu machen. Aber wie du siehst, alles hat irgendwie einen Fluss. Alles ist im Kreis, gell? Es kreist, es hat also einen Fluss sozusagen. Okay? Dann gehe ich die nächste Geschichte höher, was es dann mein Rücken betrifft, wo ich dann versuche, den Rücken rund zu machen und es mir zu strecken. Ich kombiniere das auch wieder mit einer Bewegung, das ein bisschen mehr Schwung hat. Das heißt, wenn man die Hände in der Nähe von den Schultern hat und man nimmt ein bisschen Schwung mit, ich kann auch hier rund werden und wieder strecken und das ist alles in einem Fluss. Das geht schon ganz schön so. Ja, ich kann die Arme überkreuzen, natürlich, dass ich ein bisschen mehr Gewicht, ein bisschen mehr Schwung habe. Ein paar Mal in eine Richtung, auch die andere Richtung. Altweibergymnastik nenne ich das. Du siehst zum Beispiel am Strand, wo ältere Leute sind, die machen oft so einfach so leichte, gleichmäßige Bewegungen. Das ist schön. Ja. Achter zu kreisen mit den Armen, zum Beispiel sowas. Wo die ganze Schulter, auch hier kommt es mit den Schultern wieder zurück, den Arm. Und die ganze Bewegung geht von den Armen durch den Körper, durch das Becken, durch die Hüfte, bis in die Füße. Alles extrem locker. Ja. Extra auch die Richtung, ist auch gut fürs Gehirn. Kann das Gehirn auch ein bisschen was Neues tun. Gleich natürlich mit dem anderen Arm. Man hat auch zum Beispiel die Schulterblätter klopfen. Auch wieder gut für die Schulterfrage. Alles, wo man die Schulterblätter und die Schultern bewegt, ist immer natürlich sehr gut. Ja, so gute Bewegungen. Dann Bewegungen, wo man auch nach oben, nach unten geht. Ja, und es gibt ein paar, alles, was im Großen, alles, was kreist, was schlenkelt und schwingt. Das denke ich immer so. Ja? Sieht diesen Verschlenken und die Arme schwingen und alles ist sozusagen locker. Das macht viel mehr für den ganzen Körper, als würde ich isoliert nur ein Waden dehnen, ein Oberschenkel dehnen und diese klassische drei komische Übungen, dass man nie braucht. Das ist viel effektiver, man macht Sachen, die einfach viel lockerer sind. Man kann auch mit dem Bein irgendwie anhängen irgendwo, schwingst einfach dein Bein ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Gleicher Effekt, das ist alles diese Idee von Schwung und dass alles so leicht in diese Richtung und so geht. Ja. Schaut alles wohltuend schlampig aus. Es ist schlampig, wohltuend. Was ich auch sehr gerne, ist die Idee von Schütteln. Schütteln ist sehr wichtig für den Körper. Ich gehe einfach auf und ab, schüttel die Schultern, schüttel die Handgelenke, drehe mal nach rechts, drehe mal nach links, heb mal die Füße, heb mal die Zehen, heb die Schultern ein bisschen mehr, springe ein bisschen, bleib mal stehen auf einem Fuß. Irgendwie so mehr kindlich eigentlich. Verstehst du? Alles ein bisschen locker. Wenn man das macht, systematisch, und man dann geht, spazieren, geht man völlig anders. Mhm. Als würde man steif aus dem Bürostuhl kommen, nach 10 Stunden macht man 3 Übungen und dann geht man genauso weiter. Das ist, man muss die Körper neu definieren, indem man sich viel, viel, viel flüssiger bewegt. Ja, ja, liebe Zuschauer, dieses wunderbare Lockerungsprogramm finden Sie auch in unserem Buch. Nicht vergessen, es lohnt sich, es zu lesen. Und Sie haben auf der Seite Goldmann Verlag-verlag.de die Möglichkeit direkt zu bestellen. Wir bedanken uns sehr herzlich fürs Teilnehmen und auch fürs rege Fragen. Ich glaube, wir haben es eigentlich geschafft, fast alle Fragen anzusprechen. Insofern können Sie gleich loslegen. Und ich glaube, mit dem Lockerungsprogramm anzufangen, ist gar nicht so verkehrt. Dann kommt man nicht auf die Idee, dass man verkrampft irgendwelche Anleitungen befolgen muss, ja, sondern dass man nach und nach einfach die Lockerheit und die Schönheit der Bewegung für sich neu entdeckt. Vielen Dank fürs Teilnehmen. Dankeschön.